Wir erleben jetzt gleich eine aktuelle Stunde, die sich natürlich den brandaktuellen Themen widmet. In dieser 7. Sitzung des Sächsischen Landtags, die erste aktuelle Debatte, behandelt die demokratische Kultur in Sachsen. Wie kann der Dialog gelingen? Angemeldet von den Koalitionsfraktionen CDU und SPD. Und hier geht es natürlich um die Pegida-Demonstranten. Mit ihnen will man in Diskussion kommen, aber ganz genauso mit den Gegendemonstranten. Man will miteinander reden und die Probleme auf den Tisch bringen. Zweite aktuelle Debatte ist angemeldet von der oppositionellen AfD-Fraktion. Hier geht es um die Polizei in Sachsen, ihren Stellenwert, ihre Bedeutung für die innere Sicherheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 7. Sitzung des 6. Sächsischen Landtags und folgende Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete haben sich für die heutige Sitzung entschuldigt. Herr Hösel, Frau Dr. Stange, Frau Dr. Petri, Frau Dr. Muster, Herr Wurlitzer, Herr Hirsche und Herr Kupfer. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Und folgende Redezeiten hat das Präsidium für die Tagesordnungspunkte 3 bis 7 festgelegt. CDU 75 Minuten, Die Linke 50 Minuten, SPD 40 Minuten, AfD 35 Minuten, Grüne 25 Minuten, Staatsregierung 50 Minuten. Die Redezeiten können auf diese Tagesordnungspunkte je nach Bedarf verteilt werden. Meine Damen und Herren, der Tagesordnungspunkt 9, kleine Anfragen, ist zu streichen. Ich sehe jetzt keine weiteren Änderungsvorschläge oder Widerspruch gegen die Tagesordnung und die Tagesordnung der 7. Sitzung ist damit bestätigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf, die aktuelle Stunde. Hierzu liegen mir die folgenden rechtzeitig eingegangenen Anträge auf aktuelle Debatte vor. Erstens Antrag der Fraktionen CDU und SPD zum Thema demokratische Kultur in Sachsen. Wie kann der Bürgerdialog gelingen? Und zweitens Antrag der Fraktion AfD zum Thema, welchen Stellenwert hat die Polizei in Sachsen? Die Verteilung der Gesamtredezeit der Fraktionen hat das Präsidium wie folgt vorgenommen. CDU 33 Minuten, Die Linke 20 Minuten, SPD 18 Minuten, AfD 19 Minuten, Grüne 10 Minuten, Staatsregierung 2x10 Minuten, wenn gewünscht. Wir kommen jetzt zur ersten aktuellen Debatte, beantragt von den Fraktionen CDU und SPD zum Thema demokratische Kultur in Sachsen. Wie kann der Bürgerdialog gelingen? Als Antragsteller haben zunächst die Fraktionen CDU und SPD das Wort und schon vorgegriffen die weitere Reihenfolge in der ersten Runde, die Linke, AfD, Grüne und dann die Staatsregierung. Das Wort hat jetzt für die einbringende Fraktion der CDU Herr Kollege Hartmann. Er hat sich schon erhoben von seinem Platz. Ja, ich gehe recht in meiner Annahme. Kollege Hartmann, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die aktuelle Situation, in der wir uns befinden und die damit verbundenen Herausforderungen
machen es aus unserer Überzeugung notwendig, sich auch in diesem Hohen Hause mit der Frage zu beschäftigen, wie der Dialog mit der Bürgerschaft gelingen kann, welche Verantwortung wir auf der einen Seite tragen, was aber auch die Herausforderungen an die Bürgerschaft in diesem Diskurs sind. Ich glaube, am Anfang eines Dialoges steht das Zuhören, das Aufnehmen von Positionen, das Auseinandersetzen mit den Argumenten des anderen und das Bemühen um ein Verstehen. Der Dialog kann nie eine Einbahnstraße sein. Ein Dialog ist dadurch geprägt, dass beide Seiten gleichberechtigt zuhören, aufeinander zugehen. Nach dem Zuhören kommt das Austauschen von Argumenten auf Augenhöhe, sachlich und das Verstehen. Entscheidend ist in diesem Prozess, dass der eine nicht versucht, mit Argumenten und dann lautstark den anderen zu übertönen, sondern die Argumente aufzunehmen. Und es gehört Mut dazu, Mut zuzugeben, wenn eine Position richtig ist, aber auch den Mut zu haben, einer Position zu widersprechen. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist auch die Herausforderung, vor denen wir als Abgeordnete, als gewählte Vertreter der Bürgerschaft dieses Landes jeden Tag aufs Neue stehen. Und gerade mit Blick auf die aktuelle Entwicklung einer Demonstrationskultur um Pegida, den damit verbundenen Demonstrationen derer, die diese Auffassung nicht teilen, den unterschiedlichen Diskursen, die wir erleben, und das Gegeneinander demonstrieren. Das Demonstrieren ist ein Grundrecht. Es steht jedem zu und es ist die Möglichkeit, zum Ausdruck zu bringen, wogegen oder wofür man ist. Aber die Demonstration ist immer ein Anfang und kein Selbstzweck. Und so muss sich an die Demonstration der Diskurs, die Diskussion anschließen und der offene Austausch von Argumenten. Und da hilft es wenig, wenn man sich auf diesem Weg anfängt zu beleidigen und nicht zuzuhören, sondern dafür ist entscheidend, die Argumente tatsächlich aufzunehmen. Wir begrüßen ausdrücklich den Prozess, in den die Staatsregierung eingetreten ist, mit Dialogforen als ein Angebot an die Bürgerschaft, wo Pro- und Kontrapositionen ausgetauscht werden können, wo Argumente aufgenommen werden und wo man zuhört. Es befreit uns nicht von der Verantwortung als Abgeordnete unmittelbar vor Ort, das Gespräch mit den Bürgern zu suchen und zuzuhören. Aber eben nicht nur zuzuhören, sondern zu erklären, Lösungen anzubieten, Zusammenhänge darzustellen und einen Diskurs nicht als Einbahnstraße zu verstehen und als einmaliges Ereignis. Denn Vertrauen in politische Prozesse ist nur dann zu gewinnen, wenn man kontinuierlich immer wieder das Gespräch sucht, erklärt, darstellt, was man erreicht hat, wo es Grenzen gibt, Zusammenhänge darstellt. Und ich glaube, das ist entscheidend. In den vielen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen und Monaten gehabt habe, ist mir eins klar geworden. Oftmals ist der Bürgerschaft nicht klar, wie politische Prozesse funktionieren, wie Verantwortungsebenen funktionieren. Und dann darf man es auch aus Seite der Bürgerschaft nicht verkürzen auf die Feststellung, das ist mir egal, ich will eine Lösung, sondern dann gehört dazu, dass man auch versteht, dass man akzeptiert, genauso wie die Herausforderung an die Politik besteht, sich dem zu stellen, was aus der Bürgerschaft gibt. Und gerade mit Blick auf die Diskussion um Pegida wird eins klar. Entscheidend ist, ernst zu nehmen und nicht in Pauschalisierungen abzugleiten. Wir laden Sie ein, sich aktiv in diesen Diskurs mit hineinzubegeben. Der Bürgerdialog kann nur gelingen, wenn wir es als eine gemeinsame Aufgabe verstehen, als eine Aufgabe, die nicht nur der Staatsregierung obliegt, sondern die diesem Hohen Hause obliegt, die den Parteien obliegt, die einen verfassungsmäßigen Auftrag haben, an der Willensbildung mitzuwirken. Und Mitwirkung an der Willensbildung heißt, nicht nur dem Volk aufs Maul zu schauen, sondern auch die Prozesse zu erklären, heißt, nicht nur nach dem Maul zu reden. Kurzum, gehen wir doch gemeinsam in einen Dialog, erklären Prozesse, tragen wir die Verantwortung und geben den Bürgern wieder das Gefühl, dass wir für sie da sind, dass wir die Vertreter der Bürgerschaft sind und ihre Sorgen und ernst nehmen. Herzlichen Dank. Für die einbringende Fraktion sprach gerade
Kollege Hartmann für die CDU-Fraktion und für die ebenfalls einbringende SPD-Fraktion ergreift jetzt Herr Kollege Hohmann das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich beginne mit einem Zitat. Wir kommen nur weiter, wenn wir beginnen, mental und verbal abzurüsten. Die Deeskalation auf unseren Straßen bedingt eine Deeskalation in unseren Worten. Die Deeskalation in unseren Worten bedingt eine Deeskalation in unseren Köpfen und Herzen. Das ist ein Zitat von Frank Richter von 2012 und ich stelle dieses Zitat bewusst vorne an, weil er gerade in der Kritik steht. Und Frank Richter tut gerade und tat gerade vieles Gutes. Aber er steht zumindest, was den Punkt der Pressekonferenz von Pegida angeht, aus unserer Sicht zu Recht in der Kritik. Da sind wir schon beim Thema demokratische Kultur, sehr geehrter Herr Kollege. Das bedeutet nämlich auch, dass man unterschiedliche Meinungen hier vorne vertreten kann. Die Räume der Landeszentrale für politische Bildung für Pegida zur Verfügung zu stellen, halten wir für falsch. Pegida steht für Deeskalation und für verbale Aufrüstung. Und genau an dieser Stelle wurde die vorgegebene Neutralität, die auch Herr Richter zu Recht und erfolgreich immer wieder betont, verlassen. Eine Pressekonferenz ist kein Dialog. Wer den demokratischen Diskurs möchte, wer möchte, dass der Bürgerdialog beginnt, der muss eine klare Haltung haben, auch wenn sie nicht immer allen gefällt. Wir als SPD haben immer eine klare Haltung vertreten. Wir lehnen den Dialog mit den Organisatoren von Pegida ab. Wir lehnen den Dialog mit darin mitlaufenden Neonazis ab. Aber wir reden natürlich mit den Leuten, die mitlaufen und keine rassistischen Positionen vertreten, die mit ehrlichen, durchaus unterschiedlichen Sorgen auf die Politik zukommen. Mit diesen Leuten sprechen wir natürlich. Um zu erkennen, dass wir in unserer Gesellschaft ein Problem mit Rassismus haben und dass wir ein Problem haben mit Politikverdrossenheit, dafür haben wir Pegida nicht gebraucht. Uns ist allen klar, dass unsere Demokratie besser werden muss und dass es eine ganze Menge gibt, die wir noch verbessern können. Neben einer Haltung gehört zur Demokratie Kritikfähigkeit. Und Kritikfähigkeit und das Eingestehen von eigenen Fehlern ist aktuell keine Tugend von Politik. Und ich finde, hier hat Thomas de Maizière ein paar wahre Worte gesagt vor 14 Tagen auf einer Veranstaltung in Dresden. Er sagte dort: Wir stellen die Dinge oft zu positiv dar. Besonders hier in Sachsen ist immer alles in Ordnung. Ja, hier gibt es gute Schulen, aber es gibt auch wirklich viele Schulabbrecher. Über diese Worte sollten wir gut nachdenken, weil er eben sagt, dass auf der einen Seite Pegida das, was Politik macht, diskreditiert, wir aber im Gegenteil nicht den Fehler machen dürfen, die Erfolge von Politik zu überhöhen. Politik ist fehlbar, genauso wie einfache Menschen auch. Und das darf man nicht schlecht reden, das darf man aber auch nicht überhöhen. Und das ist Ausdruck guter Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dialog ist richtig. Dialog muss immer sein und wir müssen jetzt Politik aber auch immer suchen, aber bitte nicht nur mit den Lauten, Schrillen und Aggressiven. In der Politik darf es nicht darum gehen, wer am lautesten ist, sondern auch, wer die besten Argumente hat. Also lassen Sie uns auch den leisen Kritikern zuhören. Lassen Sie uns den Minderheiten zuhören. Lassen Sie uns denen zuhören, die kein oder noch kein Stimmrecht bei Wahlen haben, wie Kindern oder Migrantinnen und Migranten. Auch das gehört dazu. Und ich glaube, wir müssen auch im Bereich der politischen Bildung, und damit meine ich jetzt nicht nur die Landeszentrale, sondern an vielen Stellen noch einmal überlegen, was wir besser machen können. Ist es zum Beispiel richtig, dass ich nenne es jetzt mal so, wie es alle Leute immer noch nennen, den Gemeinschaftskundeunterricht wirklich erst in der 9. Klasse beginnt? Und jemand, der nach der 9. Klasse die Schule beginnt, nur ein Jahr lang Gemeinschaftskundeunterricht gehabt hat.
Wir haben ganz doll Probleme damit, dass es vielen Leuten im Internet schwerfällt, seriöse von unseriösen Quellen zu unterscheiden. Da wären Verschwörungstheorien verbreitet. Also sind wir im Bereich die der Medienkompetenz gut genug aufgestellt. Lassen Sie uns da über Möglichkeiten reden, dass auch der Freistaat Sachsen nicht nur das Gute betont, sondern auch zeigt, dass wir noch besser werden wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kollege Hohmann sprach für die Einbringung der SPD-Fraktion. Als nächstes ergreift für die Fraktion Die Linke Frau Köditz das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die letzten Worte von Herrn Hohmann, politische Bildung betreffend, die waren richtig. Aber der Ehrlichkeit halber müssen wir doch dazu sagen, dass wir seit 25 Jahren hier in Sachsen eigentlich mit einem Prozess der Entpolitisierung der Gesellschaft leben. Politik hat an Schulen nichts mehr zu suchen. Probleme im Land werden ausgesessen oder die Verantwortung für Probleme wird an andere abgeschoben. Selbst im Wahlkampf versucht man, dem Dialog aus dem Weg zu gehen mit den Konkurrenten. Bildungsurlaub war im letzten Landtag hier eine Debatte, aber da war man nicht mal bereit, drüber nachzudenken. Stattdessen kam in der Debatte immer wieder, was hat denn der Arbeitgeber davon, wenn sich der Arbeitnehmer politisch weiterbildet? Und genau jetzt haben wir die Problematik, wir haben über Jahre eine Entpolitisierung der Gesellschaft zugelassen und wundern uns jetzt, dass wir jetzt anfangen müssen, demokratische Kultur in Sachsen zu entwickeln. Und jetzt fragen wir uns, wie kann Bürgerdialog funktionieren? Und jetzt wollen wir den Bürgerdialog anhand von Pegida und so. Herr Hartmann, es gab in den letzten Jahren genügend Proteste im Freistaat Sachsen. Und da gab es nie Dialogangebote. Da hieß es immer sofort, die Entscheidung ist alternativlos. Das geht nicht anders. Aber für uns als Linke, das will ich sehr deutlich sagen, gibt es auch Positionen, die sind alternativlos. Das ist zum Beispiel das Recht auf Asyl. Und das ist die Achtung aller Menschen, die hier leben. Und nicht nur die Bürgerschaft. Es geht um die Menschen. Das gegenseitige Akzeptieren ist für uns alternativlos. Aber wir erleben immer wieder, dass alternativlos eigentlich verwendet wird im Sinne, es wird gemacht, was die Mehrheit sagt. Herr Hartmann, Sie haben das ja gestern in der Debatte mehrfach ausgeführt, dass es um die Mehrheiten gehen würde und dass man sich bemühen müsste um Mehrheiten. Wenn das wirklich Ihre Überzeugung ist, dass man es darauf reduzieren kann, dann brauchen Sie sich wirklich über die Probleme im Land nicht zu wundern. Wenn wir wollen, dass Bürgerdialog gelingt, wenn wir demokratische Kultur wollen, dann sollten wir doch bei uns selbst anfangen, hier im Parlament. Sie haben vor uns davon gesprochen, dass man sich gegenseitig zuhören soll, dass man sich gegenseitig respektieren soll, dass man Argumente austauschen soll und dann abwägen soll. Ein Abwägen von Argumenten findet doch hier überhaupt nicht mehr statt. Es steht von vornherein fest, Koalition, Opposition, der Dialog, den wir hier führen, der ist doch nie ergebnisoffen. Das Ergebnis steht aufgrund von Mehrheiten von vornherein fest. Zu Ihrer Frage, wie kann Bürgerdialog gelingen, sagen wir ganz klar mit Spielregeln. Man einigt sich auf eine Sprache, in der man den Dialog führt. Man lässt sich ausreden, man hört sich zu.
Man hinterfragt Begriffsinhalte, damit man auch über das Gleiche spricht. Und man kann und man muss auch die Spielregeln beachten. Menschenverachtende, rassistische Äußerungen sind in diesem Dialog nicht erlaubt. Ohne diese Spielregeln nämlich steht unsere gesamte Demokratie auf dem Spiel. Vielen Dank. Frau Köditz sprach gerade für die Fraktion Die Linke und jetzt als Nächster in der ersten Rednerreihe spricht für die AfD-Fraktion Herr Kollege Dreher. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die CDU versucht es. Sie möchte mit den Bürgern in den Dialog treten. Die erste Reaktion kann sein, toll. Die zweite sollte sein, warum erst jetzt, warum nicht vorher? Ist Dialog nicht Grundlage einer jeglichen politischen Entscheidung? Thema Pegida wurde angesprochen. Die Tatsache, dass dieser Dialog zunächst lange verweigert wurde und stattdessen alle Pegida-Teilnehmer pauschal mit der Nazi-Keule in die braune Ecke geprügelt wurde, weicht langsam der Erkenntnis, dass der Dialog geführt werden muss. Das haben wir auch gerade gehört. Das nun wird mit einem großen Medienrummel auch publik gemacht. Es zeigt, wie es um die deutsche Diskussionskultur im Augenblick noch bestellt wird. Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren von der CDU, ich glaube Ihnen, dass Sie mittlerweile an diesem Dialog interessiert sind. Und ich glaube auch, dass die Ansichten der Pegida-Demonstranten und ihre eigenen oft gar nicht so weit auseinanderliegen. Wie die SPD zum Dialog mit dem Bürger steht, ist uns nach wie vor nicht ganz klar. Am Anfang des Verhältnisses zwischen SPD und Pegida stand das Wort des nordrhein-westfälischen Innenministers Ralf Jäger. Dort laufen Nazis in Nadelstreifen, Rattenfänger. Pegida muss demaskiert werden. Das war, bevor auch nur ein einziger Vertreter der SPD mit einem Pegida-Demonstranten gesprochen hatte. Im Gegenteil, mit diesen arroganten und überheblichen Aussagen demaskiert sich Herr Jäger selbst und gibt den Demonstranten, die genau dieses Verhalten beklagen, Recht. Die Motive, die tausende Bürger in Dresden auf die Straße treiben, haben nämlich genau damit sehr viel zu tun. Die mit Sorge wahrgenommene Wirklichkeit und Furcht vor zukünftigen Entwicklungen, sie werden pauschal als rechtsextremistisches Gedankengut diffamiert. Liebe Kollegen von der SPD, was gilt bei Ihnen in der Partei? Frau Fahimi verunglimpft alle und würde am liebsten auch Gespräche unterbinden. Ihr Fraktionschef Oppermann begrüßt dagegen Gespräche mit den Demonstranten auf neutralem Boden und auch das Engagement von Herrn Richter von der Landeszentrale für politische Bildung. Herr Gabriel besucht als Privatperson Bürgerdialoge und erhält anschließend grobe Schelte aus dem eigenen Lager. Die SPD ist in der Frage, wie mit dem Phänomen Pegida umgegangen werden soll, tief gespalten. Apropos Landeszentrale für politische Bildung. Es ist beschämend, wie deren Vorsitzender Herr Richter derzeit ins Kreuzfeuer von Linken und Grünen gerät, obwohl er nichts anderes gemacht hat, als seine Aufgabe ernsthaft und neutral durchzuführen. Mit Rücktrittsforderungen wird er konfrontiert und das von grüner Jugend, Jusos und die Mutterpartei sagt nichts dagegen. Dabei ist die Zentrale für politische Bildung ein Vehikel, um gesellschaftspolitische Prozesse zu fördern, aber nicht um ideologische Experimente und Gehirnwäsche zu unterstützen, wie das wohl dort scheinbar gefordert wird. Wenn Sie jetzt die Absetzung von Herrn Richter fordern, demaskieren Sie sich selbst. Das ist ein antidemokratischer Offenbarungsweit. Punkt. An diejenigen Vertreter der Grünen und der Linken, die bereit wären, mit einem Gespräch zu einzelnen Demonstranten, sei dennoch die Frage gerichtet, in welcher Form wollen Sie denn an diese Mischpoke herantreten und herausfinden, mit wem Sie sprechen werden? Sie sehen jemandem nicht an der Nasenspitze an, ob er ein besorgter Bürger ist oder ein Neonazi. Das können Sie nämlich nur im Gespräch, im Dialog herausfinden. Und deswegen, ich möchte noch mal kurz auf das Dialogformat der Staatsregierung zurückkommen. Was ist das Ziel des Dialogs? Der öffentlichen Berichterstattung ist zu entnehmen, dass die Gesprächsinhalte gesammelt und aufbereitet, öffentlich zugänglich gemacht werden.
Ich hoffe, dabei bleibt es nicht stehen. Es müssen dann auch die politischen Prozesse beginnen und Konsequenzen daraus gezogen werden. Dann machen Sie es richtig. Arbeiten wir daran, dass sich der Bürger noch mehr von der Politik angenommen fühlt und nicht abwenden muss. Herzlichen Dank. Das war Herr Dreher für die AfD-Fraktion. Jetzt kommt die Fraktion Grüne zum Zug und es spricht zu uns Herr Kollege Tschocke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mache seit über 20 Jahren Politik und seitdem bin ich andauernd im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Anwohnern oder mit Initiativen. Viele von Ihnen sind ja auch Kreis- und Stadträte und die können sich nicht aussuchen, wie Herr Gabriel, ob Sie als Politiker oder Privatperson in Dialog treten. Sie sind einfach permanent im Dialog. Zurzeit werde ich auch von vielen Pegida-Sympathisanten angerufen. Hauptproblem bei diesen Telefondialogen ist, dass da alles vermischt vorgetragen wird, was eigentlich getrennt diskutiert werden müsste. Kaum bin ich da mit einem Argument drauf eingegangen, kommt mit einem kräftigen Aber das nächste Thema. Innerhalb von 5 Minuten wird da von GEZ über Zuwanderung, Russlandpolitik, Euro, Volksentscheide alles problematisiert, um letztendlich bei überhöhten Abwassergebühren zu landen, wo der Koran ja nun wirklich nicht dran schuld sein kann. Lösungsorientierter Dialog ist schwierig in so einer Situation. Ich bin zwar Sozialpädagoge, aber Dialog bedeutet eben nicht nur zuhören und Sorgen ernst nehmen. Dialog bedeutet eben auch Streit, das bedeutet Widerspruch und Dialog erfordert eben auch Klarheit. Klarheit, wenn Grenzen überschritten werden und Dialog erfordert eben auch Regeln. Und, meine Damen und Herren, Dialog muss eben auch beendet werden, wenn zum Beispiel immer wieder rassistische Argumentationsmuster deutlich werden. Die Grenzen des Dialogs sind erreicht, wenn Minderheiten, Schwächere oder Fremde zu Sündenböcken für Probleme gemacht werden. Dialog auf demokratischen Grundlagen kann auch nicht gelingen mit Menschen, die glauben, sie könnten allein für das Volk sprechen. Bei all den verschiedenen Motiven, die Menschen zu Pegida treiben. Das verbindende Element ist die Ablehnung der demokratischen Institutionen. Jeder kann das sehen, hören und lesen. Und da hat es eben nichts mit einem Dialogangebot zu tun, wenn die Landeszentrale für politische Bildung der Pegida einseitig ermöglicht, in einer Pressekonferenz unwidersprochen ihre Thesen in alle Kameras zu sagen. Das sage ich ganz klar mit dem neuen Song von Sarah Connor, den sie hier am Montag vorgetragen hat. Augen auf, lieber Frank Richter, wem Sie da das Wort erteilen. Und ich sage auch Augen auf, Herr Innenminister, mit wem Sie da in Dialog treten. Große Demonstrationszahlen begründen doch noch lange keinen Anspruch auf ein Kooperationsgespräch mit einem Innenminister, wenn ab sofort all diejenigen ein Gesprächsangebot bekommen, die am lautesten brüllen, läuft das doch auf die Zerstörung des offenen Diskurses hinaus. Nachdem ein rassistischer Hitler-Imitator hier mit 25.000 Leuten durch Dresden spaziert ist, signalisieren Sie plötzlich Dialogbereitschaft. Für mich offenbart dieser Reflex vor allem, wie unterentwickelt die demokratische Streitkultur hier in Sachsen ist. Ich unterstelle nicht, dass Sie bisher den Dialog verweigert haben. Aber dass hier mehr als 2 Jahrzehnte sehr oft über die Köpfe hinweg regiert wurde, das werden viele bestätigen. Und was erwünschtes und unerwünschtes Bürgerengagement ist, das haben viele in Sachsen auch schon zu spüren bekommen. Menschen, die sich zum Beispiel für demokratische Kultur in den Kommunen engagieren, die sich zum Schutz von Flüchtlingen einsetzen oder gegen rechte Gewalt engagieren, die wurden bisher mit fragwürdigen Gesinnungskontrollen konfrontiert. Wer sich in Sachsen zum Beispiel streitbar für Naturschutz einsetzt, der steht in der Gefahr, ganz schnell als Querulant oder als gemeinwohlgefährdender Verhinderer diskreditiert zu werden. Demokratische Streitkultur, meine Damen und Herren, sieht anders aus. Und eines steht fest, Pegida-Demos leisten keinen Beitrag zu einer besseren demokratischen Streitkultur. Sie schaffen vielmehr eine Stimmung im Land, die für Menschen bedrohlich sind. 25 Jahre
Nach der friedlichen Revolution muss demokratische Kultur in Sachsen erst noch entwickelt werden, meine Damen und Herren. Und Bürgerdialog gelingt nur, wenn alle Seiten die Grundsätze demokratischer Auseinandersetzung auch wirklich einhalten. Vielen Dank. Ja, mit Kollege Czocke sind wir am Ende der ersten Rederunde angekommen und können eine zweite Runde eröffnen. Und wir tun das auch. Für die einbringende CDU spricht jetzt Herr Kollege Rover. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist gerade viel über Frank Richter gesprochen worden. Ich kenne Frank Richter seit vielen, vielen Jahren. Ich denke, dass ich nicht der Einzige bin hier in diesem Hohen Hause, der ihn so lange kennt, um es anders zu umschreiben. Aber ich bin auch Vorsitzender des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung. Und ich möchte zur der Frage Frank Richter natürlich unbedingt was sagen. Weil, wenn wir über Frank Richter sprechen, was er in diesem Jahr gemacht hat, dann werden wir ihm nicht gerecht. Herr Hohmann, kennen Sie die Arbeit von Frank Richter, die er im Zusammenhang mit Asylbewerberheimen und deren Ansiedlung beispielsweise in Riesa gemacht hat, in den letzten Jahren, wo wir hier noch gar nicht darüber gesprochen haben? Herr Hohmann, Sie wissen ganz sicher, dass Herr Richter beispielsweise in Schneeberg einer der wichtigen Menschen war, um die da schwierige Situation, als die NPD das für sich benutzen wollte, gelöst hat. In unserem aller Interesse. Und Herr Hohmann, ich frage Sie, ob Sie mit Frank Richter das Gespräch gesucht haben. Herr Hohmann, Sie schweigen, da entnehme ich, Sie haben nicht das Gespräch mit ihm gesucht. Denn wenn ich eine Person kritisiere, halte ich es für richtig, mit ihr zu sprechen. Und dasselbe gilt für den Genossen Krüger aus Berlin von der Bundeszentrale für politische Bildung. Auch er hat sich öffentlich positioniert, ohne mit Frank Richter gesprochen zu haben. Ich habe Frank Richter dazu gefragt, ob es einen Kontakt zu diesem Thema gegeben hat. Frank Richter ist für mich ein Menschenfreund. Und ihm vorzuwerfen, dass er Steigbügelhalter für Rassisten wäre, ist für mich unbegreiflich. Frank Richter ist der beste Diplomat, den wir in Sachsen im Moment haben. Und weil das wahrscheinlich Sigmar Gabriel erkannt hat, ist er zu einer Diskussionsrunde mit Teilnehmern von Pegida-Demonstrationen gegangen und hat sich einfach hineingesetzt und hat zugehört. Dieses Zeichen, was er letzte Woche gesendet hat, sollte uns alle zum Nachdenken bringen. Ja, der Dialog ist notwendig, weil wir in diesem Land doch zusammenbleiben wollen, weil wir doch die Gräben nicht noch mehr aufmachen wollen, sondern weil wir zusammenbleiben wollen. Und weil ich denke, dass der Dialog natürlich auch dazu führen kann, dass wir die Perspektive wechseln müssen. Ob ich das dann annehme, ist ein ganz anderes Blatt Papier. Aber ich muss auch mal kurz versuchen, die Position des anderen zu verstehen. Denn sonst können wir den Dialog nicht erfolgreich führen. Und das ist das, was Frank Richter so exzellent macht. Und dabei sollten wir ihn unterstützen. Und Unterstützung heißt, mit ihm sprechen, von unseren Sorgen, ob er vielleicht Fehler macht, mit ihm persönlich darüber reden, aber nicht öffentlich ihn an den Pranger stellen. Das ist der falsche Weg. Es gibt in Deutschland, und damit will ich schließen, ein Lied, was immer wieder in diesem Land gesungen worden ist. Immer dann, wenn es um das Gefühl ging, dass man etwas nicht ausdrücken darf. Und ich weiß, dass dieses Lied auch schon von vielen missbraucht worden ist.
Aber ich möchte es am Ende meines Redebeitrages gerne in der ersten Strophe zitieren. Und das ist: Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Vielen Dank. Das war Herr Rover für die einbringende CDU-Fraktion. Jetzt sehe ich an Mikrofon 3 eine Kurzintervention von Herrn Kollegen Czocke. Ist das Mikrofon an? Moment. Jetzt. Ich möchte klarstellen, dass die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Arbeit und auch die Person von Frank Richter wertschätzt. Wir möchten aber auch gleichzeitig klarstellen, dass es in einem offenen demokratischen Diskurs möglich sein muss, Entscheidungen von öffentlichen Personen auch öffentlich zu kritisieren. Und das verletzt auch nicht die persönliche Integrität von Frank Richter, so wie das von Ihnen vorgeworfen wurde. Frank Richter hat selbst im Nachhinein erkannt, dass diese Entscheidung problematisch war und eingeräumt: Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich Lutz Bachmann nicht in mein Haus gelassen, nachdem bekannt wurde, in welcher Art er sich auch im Vorfeld rassistisch geäußert hatte. Das wollte ich hier an der Stelle nur noch mal deutlich klarstellen. Das war eine kurze Intervention. Auf den vorangegangenen Redebeitrag ist das jetzt üblich. Und jetzt kann der Redner sozusagen reagieren. Und ich erteile deshalb das Wort erneut an Herrn Kollegen Rover. Vielen Dank, Herr Czocke, für diese Klarstellung. Ich denke, das war sehr hilfreich. Ich möchte vor diesem Hintergrund aber eben auch daran erinnern, dass Frank Richter es, wie ich finde, wunderbar gemacht hat, als er gemerkt hat, dass Kritik zu seiner Entscheidung gekommen ist, er eingeladen hat, genau unter der Überschrift Kritiker erwünscht, und sich dieser Diskussion gestellt hat. Und damit hat er deutlich gemacht, er ist für diese Kritik offen und er ist eben nicht, wie es vorhin nicht von Ihnen, aber glaube ich von einem anderen Redner ausgedrückt worden ist, nicht in der Lage, Kritik anzunehmen. Er hat die Kritik angenommen und er hat sich in einer eigenen Debatte dazu gestellt. Das fand ich ganz großartig. Wir gehen jetzt weiter und die einbringende SPD-Fraktion ergreift jetzt erneut durch Herrn Kollegen Hohmann das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Fraktion würdigt ausdrücklich die Leistungen von Herrn Richter in Schneeberg, in vielen anderen Kommunen, wo es darum geht, in einer schwierigen Situation für mehr Menschlichkeit und mehr Mitmenschlichkeit und mehr Toleranz zu werben. Dies haben wir nie in Frage gestellt. Und an dieser Stelle hatte Herr Richter immer unseren Respekt und immer unsere volle Anerkennung. Und ich finde, es gehört zu einer demokratischen Kultur, dass man Fehler benennen kann, ohne gleich den ganzen Menschen in Frage zu stellen. Und genau das hat meine Fraktion in diesem Fall getan. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle auch mal akzeptieren, dass es in der Einschätzung einer einzelnen Entscheidung einen Dissens gibt. Auch das gehört dazu, ohne gleich das Ganze in Frage zu stellen. Das gehört dazu. Und wir sind dennoch natürlich entschlossen, gemeinsam diese Probleme weiter anzufassen. Aber bitte, lassen Sie uns trennen zwischen einer berechtigten und inzwischen auch von Herrn Richter eingeräumten Kritik und einer vorgeworfenen Generalkritik. Das ist ein Unterschied, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Lassen Sie uns an dieser Stelle sauber unterscheiden, dann werden wir auch in diesem Plenum eine bessere Debattenkultur haben. Vielen Dank. Wir sind sozusagen mitten in der zweiten Runde. Ich erinnere auch noch mal an das Thema demokratische Kultur in Sachsen. Wie kann der Bürgerdialog gelingen? Und jetzt ist die Möglichkeit für die Fraktion auch in der Rednerrunde fortzufahren. Und für die Linksfraktion ergreift jetzt Herr Richter das Wort. Der Name ist in Deutschland weit verbreitet. Ist ein Sammelbegriff. Also der andere Herr Richter spricht jetzt. Ich beginne mit dem Artikel 1 der universellen Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Das, was wir in Dresden und anderen Städten der Bundesrepublik gerade erleben, ist das Gegenteil davon. Sehr geehrte Damen und Herren, es geht nicht um die Verteidigung des Abendlandes, es geht um die Verteidigung der universellen Menschenrechte. Wir haben hier gestern die Debatte geführt zu den Pogromen 1991 und in diesem Zeitraum mit seinen ganzen unsäglichen politischen Folgen, die es danach gegeben hat. Und ich will nur sagen, dass es für uns wichtig ist, dass wir nicht wieder in dieser Weise politisch auf das reagieren, was auf der Straße lautstark eingefordert wird. Wir brauchen Vernunft in der Debatte und wir brauchen nicht, dass der Recht hat, der am lautesten brüllt und am meisten Leute mobilisieren kann. Es geht darum, dass auch das leise Argument zählt, und das vermissen wir allzu oft. Pegida ist die Allianz der Nationalkonservativen, der Wütenden und der Rechtsradikalen gegen unten. Das muss man ganz klar sagen. Und es sind die Signale aus Sachsen, die wichtig sind. Und wenn im Spiegel steht, Frank Richter ist der Pegida-Versteher, dann kann uns das im Einzelfall ja nicht gefallen. Aber es ist das Signal, was aus Sachsen ankommt in der Bundesrepublik. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Und wenn man dann in den ZDF-Nachrichten sieht, dass aus diesem Dialog Bilder gesendet werden, wo man bekannte Neonazis dann sieht, dann ist das ein falsches Signal aus Sachsen. Und Sie kennen sich ja gut aus mit Twitter, haben ja in den letzten Jahren sich damit beschäftigt. Also über Twitter gingen viele dieser Bilder raus in die ganze Bundesrepublik, und ich halte das für das falsche Zeichen. Wenn wir die Überschriften lesen der letzten Wochen und Monate, dann lesen wir Folgendes. N24, Ursula von der Leyen setzt auf Dialog. Die Zeit, Kretschmann setzt auf Dialog. Ebenfalls die Zeit, Tillich plädiert für Dialog mit Pegida. Die Welt, Genossen rüffeln Gabriel für seinen Pegida-Dialog. Meine sehr geehrten Damen und Herren Spitzenpolitiker in dieser Bundesrepublik, Sie spalten das Land. Merken Sie das nicht? Ich muss Ihnen sagen, eine Stimme der Vernunft, weil gerade in der CDU, Sie gucken ja immer so gern nach Bayern, eine Stimme der Vernunft kommt aus Bayern. Ja, Horst Seehofer sagt dazu, aber ich halte nichts davon, dass man sich mit den Leuten zusammensetzt. Man müsse sich nur mal die Lebensläufe der führenden Leute von Pegida anschauen. Man muss schon wissen, mit wem man es zu tun hat. Zitat Ende. Und Sie schauen so gern nach Bayern, weil Sie ja immer wieder sagen, da gibt es eben ein Land, in dem es nichts rechts, keine wesentliche Partei rechts von der CSU gibt. Dann nehmen Sie sich wenigstens, was diese Frage anbelangt, ein Beispiel an der CSU, die zumindest dazu eine klare Stellung abgeben. Und noch was, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten hat man in Bayern den Slogan geprägt mit Laptop und Lederhose und hat versucht, damit sozusagen einen neuen Aufschwung hinzubekommen. Dann setzen Sie doch mal ein Zeichen und sagen Sie, dass Sie hier mit kulturellen und demokratisch-politischen Umschwung anfangen wollen in Sachsen. Das wäre ein Zeichen, dass es mit der Demokratie in Sachsen vorangeht. Ein wichtiges Zeichen für alle, die sich für Demokratie einsetzen. Dialog macht nur dann Sinn, wenn man den Leuten einige ihrer Forderungen erfüllt. Wollen Sie das? Können Sie das? Wollen Sie das ernsthaft? Ich fürchte, Sie frustrieren die Menschen noch mehr. Und dieser Frust, und das ist meine große Sorge, wird sich wieder an einigen Schwächeren entladen. Apropos, ich komme noch zu dem Thema Dialog. Gab es eigentlich einen Dialog mit den Opfern eines Übergriffs durch die Anhänger von Pegida nach einer Demonstration in der Altmarktgalerie? Hat es einen Dialog gegeben? Das waren Schülerinnen und Schüler der alevitischen Gemeinde Dresden. Und diese Schülerinnen und Schüler, zumindest einige davon, haben im letzten Jahr den Sächsischen Demokratiepreis in Leipzig erhalten.
Vielleicht sollten Sie sich mal mit denen auseinandersetzen. Und wo war eigentlich Ihr Dialog mit sämtlichen Demokratieinitiativen, die sich gewehrt haben gegen die unsägliche Extremismusklausel? Gab es da einen Dialog? Da hat es keinen gegeben. Im Gegenteil, Sie haben sich als Landeszentrale aus dem Demokratiepreis zurückgezogen. Das ist das falsche Zeichen. Wenn wir einen Bürgerdialog wollen, dann müssen wir was für die Demokratie in dem Land tun. Und dann geht es um die Fragen von Schülerparlamenten, von Jugendparlamenten, von Seniorenvertretungen in den Städten und Gemeinden, aber auch im Land und von Migrantenbeiräten. Das ist ein wirklicher Beitrag zum Dialog in diesem Land. Und dann können wir uns die anderen Dinge auch sparen. Ich danke Ihnen. Der Kollege Richter sprach hier für die Fraktion Die Linke. Möchte die AfD noch mal das Wort ergreifen? Bitte. Herr Kollege Dreher. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, nur ein paar kurze Gedanken noch. Ich halte die Pressekonferenz von Herrn Richter für sehr klug, denn er hat damit die Debatte eröffnet. Damit hat er etwas bewegt. Und wenn ich hören muss, dass man mit Neonazis und Mitläufern nicht reden darf, halte ich auch das für einen Fehler. Dass man sich von dieser menschenverachtenden Ideologie natürlich aufs Schärfste abgrenzt, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber wie will ich denn solche Mitläufer herauslösen? Ein jeder Straftäter hat ja einen Anspruch darauf, dass er resozialisiert wird. Er wird auf Bewährung aus der Strafhaft entlassen, er bekommt einen Bewährungshelfer, man versucht ihn in die Gesellschaft wieder einzugliedern. Wenn ich einen Nazi-Mitläufer habe, muss ich auch in den Dialog treten und versuchen, ihn aus dieser Ideologie, aus diesem Umfeld herauszulösen. Also muss ich mit ihm reden. Und das wird hier von mancher Seite leider völlig verkannt. Und darum ist es gut, wenn auch ein Innenminister auf diese Leute zugeht und mit ihnen redet. Wir müssen auch mit solchen Leuten sprechen, zuhören, sie zum Nachdenken bewegen und sie überzeugen und nicht ausgrenzen. Dankeschön. Das war Herr Dreher für die AfD-Fraktion. Möchte die Fraktion Grüne noch mal das Wort ergreifen in dieser zweiten Runde? Das ist nicht der Fall. Wir könnten jetzt eine dritte Runde eröffnen und wir wollen das auch für die einbringende CDU-Fraktion, spricht erneut Kollege Hartmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, aktuelle Debatten haben zwei Vorteile. Man hört die Argumente der einzelnen Fraktionen und man hat Gelegenheit, darauf zu reagieren. Und das möchte ich jetzt auch gerne tun. Ich glaube, über Frank Richter ist jetzt sehr viel gesprochen worden. Entscheidend, und da sind sich offensichtlich auch alle einig, ist, dass Frank Richter eine wertvolle Arbeit für den Freistaat Sachsen bisher geleistet hat und auch weiter leisten wird. Aber zum Debattenthema ganz klar, wie gelingt der Bürgerdialog? Ich glaube, von einigen Rednern sind genau Punkte angesprochen worden, die den Bürgerdialog sehr schwierig gestalten. Denn was ist Pegida? Das ist eine spannende Frage und offensichtlich haben hier einige ganz pauschale Antworten. Und aus meiner Sicht liegt da schon mal der Fehler. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, sich mit Pegida zu beschäftigen und die Frage sich stellen, für was steht Pegida, dann komme ich zumindest zu der Erkenntnis, dass da nicht eine Position, eine Meinung und ein Thema steht, sondern dass die gesamte Spannbreite der Gesellschaft vertreten ist, dass von Arbeitslosen über Unternehmer, über Linkswähler, CDU-Wähler, AfD-Wähler, vor allen Dingen viele Nichtwähler, eine Themenvielfalt bedient wird, die von GEZ-Gebühren über die Europakrise, über die Finanzpolitik, über die Islamisierung, über alle Themen der Gesellschaft geht und die eine Unzufriedenheit in sich spüren und offensichtlich auch ein Gefühl des Nichtverstandenwerdens. Und das macht es eben nicht einfach, sich mit dem Thema Pegida auseinanderzusetzen, mit der Frage, wie ich damit umgehe. Und dann sind wir genau bei den Dialogangeboten und da steht am Anfang eben nicht die Ausgrenzung. Das mag ja hilfreich sein, um dem eigenen Klientel zu erklären, dass es Grenzen gibt und von vornherein den Eindruck zu vermitteln, dass man sich korrekt geben möchte.
Das mag ja vielleicht sogar für einige Parteien möglich sein, deren Klientel so organisiert ist, dass sie auch nur ein Thema bedienen müssen. Für eine Partei wie die CDU ist das relativ schwierig, denn wir verstehen uns als Volkspartei. Und genauso wie in unserer Partei, der Diskurs über die Frage Pegida und die Themen in einer großen Spannbreite stattfindet, so findet dieser Dialog und der Diskurs in der Gesellschaft statt. Und das bedingt, wenn Politik sich ernst nehmen will und wenn wir der Aufgabe gerecht werden, für die wir hier gewählt worden sind, dass wir in der Tat zuhören, die Themen definieren, erklären, auch erklären, warum etwas nicht geht. Der Mut gehört schon dazu. Aber es gehört auch in diesem gesellschaftlichen Diskurs. Und da muss ich Ihnen jetzt auch mal sagen, ganz so ist es ja nicht, dass die Mehrheit permanent die Minderheit an die Wand drückt. Und da bin ich auch bei dem Thema, was ist Demokratie? Und da bin ich bei meinem Abgeordnetenkollegen Anton, der spricht zu Recht davon. Zum Schluss ist Demokratie die Entscheidung der Mehrheit. Und das wird man wohl noch akzeptieren dürfen und müssen. Zumindest, wenn man sich im Rahmen unserer gesellschaftlichen und verfassungsmäßigen Ordnung bewegt. Und dann gehört dazu die Akzeptanz von Minderheiten und deren Positionen und auch der Schutz von Minderheiten. Aber es heißt noch lange nicht, und da ist es auch eine Frage von Akzeptanz, dass sie die Minderheitenpositionen versuchen, der Mehrheit aufzudrücken unter dem Motto, willst du ein guter oder willst du ein schlechter Mensch sein? So funktioniert es nicht und dann sorgen auch Sie für Politikverdrossenheit. Entscheidend ist immer, für Positionen zu werben. Und das gilt insbesondere im Umgang mit Pegida. Ich hatte es schon gesagt, Pegida ist eine Plattform, auf der sich viele Menschen treffen. Und ganz klar, auch für uns gibt es keine Grundlage, uns mit Nationalsozialisten, Rassisten auseinanderzusetzen. Aber mit den Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden, werden wir das tun. Und ich will das auch deutlich sagen, wenn Sie in Ihren Positionen es einfach formulieren und sagen, wer zu Pegida geht, ist ein Rassist und da stehen nur Rassisten, dann werden Sie eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung weiter erzeugen. Wir sind im Dialog auch mit Pegida-Teilnehmern, mit unterschiedlichen Positionen, mit unterschiedlichen Meinungen, die ich nicht alle teile, aber die im Wesentlichen auch für Verständnisberechtigung und für Auseinandersetzung sorgen müssen. Und die Redezeit ist zu Ende, Herr Kollege. Und es ist auch die Verantwortung der Öffentlichkeit, diesen Prozess zu begleiten. Herzlichen Dank. Das war Kollege Hartmann für die CDU-Fraktion. Gibt es jetzt in dieser dritten Runde weitere Wünsche, das Wort zu ergreifen aus den Fraktionen heraus? Das sehe ich jetzt nicht. Damit käme die Staatsregierung zum Zug. Das Wort erhält Herr Staatsminister Ulbich, der Minister des Innern. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Ich bin dankbar, dass wir nach dem gestrigen Tag heute diese Debatte zu diesem Thema haben. Wie kann der Dialog in dieser Gesellschaft gelingen? Ich denke, das Thema liegt oder steht buchstäblich auf der Straße und wir sind alle gefordert. Denn im Kern geht es für uns ja doch darum, die Werte der friedlichen Revolution, das, was wir vor 25 Jahren geschafft haben, heute auch weiter zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass es einen ehrlichen Dialog gibt und dass wir sozusagen miteinander intensiv ins Gespräch kommen. Deshalb ein Dank erstmal an alle, die sich bisher intensiv bemühen, auf den unterschiedlichen Ebenen diesen Dialog auch tatsächlich durchzuführen. Das sind eine ganze Menge hier schon angesprochen worden, Landeszentrale für politische Bildung, ich sehe da aber auch die Stiftungen, die politischen Stiftungen, ich sehe viele andere, die im Lande derzeit dabei sind, dieses Thema, welches vielleicht hier in Dresden und dann auch in Leipzig auf der Straße diskutiert wird, regional weiter zu diskutieren. Ich denke, das ist wichtig und die Kernaussage muss sein, wenn uns dieser Dialog ernsthaft gelingen will, dann darf es nicht ein Strohfeuer sein, sondern wir müssen dieses Thema langfristig begleiten.
Ein zweites hat mir die Debatte deutlich gezeigt. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Maßstäbe, die angelegt werden, wie mit diesem Thema umgegangen werden soll. Ich will gestern an die Aussprache zur Regierungserklärung erinnern, wo wir über Meinungs- und Demonstrationsfreiheit gesprochen haben und im Kern darüber gestritten haben, oder andersrum, wir waren uns einig. Es ist ein sehr hohes, ein wichtiges Gut für uns in der Gesellschaft und die Gesellschaft muss es auch aushalten, dass Menschen anderer Meinung sind und dass sie das auch in Form von Demonstrationen kundtun. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, da will ich das wiederholen, was ich gestern gesagt habe. So ein Meinungsprozess kann natürlich auf der Straße angestoßen werden, aber er kann dort nicht vollendet werden. Und vor diesem Hintergrund ist der Dialog notwendig und wichtig. Es geht also nicht darum, die Menschen, die da auf der Straße stehen, auszugrenzen und ihnen von vornherein abzusprechen, dass das, was sie äußern, per se falsch ist, dass das, was sie artikulieren, von vornherein rechts ist, weil sie bei Pegida mit dabei sind, sondern uns muss es gelingen, die sehr vielen unterschiedlichen Themen aufzugreifen und in eine vernünftige Dialogform zu überführen. Natürlich ist für uns und auch die Staatsregierung dabei klar, dass wenn es um Extremismus, Ausländerhass, Verleumdung, Verunglimpfung von Menschen geht, andere Hautfarbe, religiöser Zugehörigkeit, dass das eine Grenze ist. Aber von vornherein und pauschal Menschen zu verurteilen, das funktioniert nicht. Und aus dem Grunde haben wir aus der Perspektive der Staatsregierung zu den vielen Angeboten, die es gibt und zu dem, was wir ja auch schon gemacht haben, ich erinnere da an den Bürgerkompass im Jahr 2012 und 2013, der jetzt die Basis für das Dialogformat darstellt, dass wir mit diesem Bürgerdialog, mit diesem Bürgerkompass eine wirklich gute Erfahrung gemacht haben. Und deshalb hat sich die Staatsregierung jetzt entschieden, diesen Bürgerdialog anzugehen. Da geht es wirklich miteinander zu reden. Die Menschen werden eingeladen und sie können über ihre Themen sprechen. Und was für mich bemerkenswert ist, und insofern bin ich froh, dass wir da offenkundig auf dem richtigen Wege sind und jetzt nicht mehr Pegida oder irgendjemand anders brauchen, sondern Angebote haben. Es gibt eine erste Auswertung, ein erstes Feedback von der Veranstaltung am 21. Januar im Kongresscenter. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es gab eine Rücklaufquote von 80%. Also Menschen, die dort, von 80% derjenigen haben sich geäußert und haben gesagt, wie sie das einschätzen. Und 94% derjenigen haben gesagt, sie sind sehr zufrieden, zufrieden oder teils zufrieden. Das bedeutet, nur 6% sind unzufrieden oder sehr unzufrieden. Das waren die Kategorien, die dort vorgegeben waren. Und was noch schöner ist, ist, dass fast alle wiederkommen wollen, weil sie gesagt haben, wir sind an diesem Dialog weiter interessiert. Und interessant ist auch, dass sogar ein Teil von denen, von den wenigen, die unzufrieden waren, gesagt haben, wir wollen wieder eingeladen werden, wir wollen trotz der eigenen Wertung an diesem Dialogprozess weiter teilnehmen. Das ist für mich ein gutes, ein deutliches Zeichen und aus dem Grunde kann ich für die Staatsregierung erklären, wir werden diesen Prozess weiterführen. Die nächsten beiden Termine sind schon in der Öffentlichkeit, aber ich kann Sie nur bitten und ermuntern, diesen Prozess mit zu begleiten, mit zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Diskussion auch langfristig ehrlich und ohne Ausgrenzung in den Regionen, in den Wahlkreisen weitergeführt wird. Wenn wir das machen, dann sind wir im echten Bürgerdialog und dann ist mir auch um die Herausforderung und die Zukunft nicht bange. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Klepsch, Sie könnten jetzt eine Kurzintervention hier vortragen.
Denn gut, Sie sind sicher wegen der Kurzintervention ans Mikrofon. Nein, Herr Präsident, ich wollte gerne dem Staatsminister eine Frage zu seinen Ausführungen stellen. Aber ja, das war natürlich am Ende des Redebeitrags trotzdem nutzen, um die Frage in den Raum zu stellen. Ja, das wäre sehr klug, ja. Vielleicht kann der Herr Staatsminister bei anderer Gelegenheit darauf reagieren. Herr Ulbich, ich wollte Sie eigentlich fragen, ob es richtig ist, dass beim Dialog letzte Woche im Kongresszentrum es nicht vorgesehen war, dass die Sorgen, Ängste, Meinungen der Teilnehmer irgendwie verschriftlicht werden. Und dann frage ich Sie, wie soll denn der Dialog... Nicht fragen, fragen Sie bitte die Kurzintervention. Sozusagen beschäftigt mich die Frage, wie denn die Ergebnisse aus diesem Dialog letztendlich auch aufgearbeitet werden sollen, wenn es keine Aufzeichnung aus dieser Veranstaltung gibt, sondern wenn es dort nur ausgesprochen wird, dann am Ende im Raum stehen bleibt und alle gehen nach Hause. Ich glaube, hier muss man nochmal methodisch überlegen, wie man diesen Dialog auch besser führt. Das war eine Kurzintervention von Frau Kollegin Kletsch in Bezug auf die Strukturierung des Dialogs. Gibt es eine Reaktion durch Sie, Herr Innenminister, bitte? Ich will, obwohl es eigentlich keine Frage war, sondern nur eine Kurzintervention, will ich zumindest damit bei so einem wichtigen Thema eine unausgesprochene... Sie können aber auf die Kurzintervention reagieren. Genau, will ich... Das tun Sie gerade. Das tue ich gerade, will ich, dass es nicht unausgesprochen im Raum bleibt, deutlich sagen, dass natürlich die Themen, man hat ja nicht nur mit demjenigen am Tisch diskutiert, sondern auch untereinander. Und die Themen werden alle dokumentiert, werden aufgearbeitet und am Ende werden sie auch veröffentlicht, sodass also die Öffentlichkeit auch Kenntnis davon bekommt. Gut. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich sehe auch jetzt keinen Redebedarf mehr zu dieser ersten aktuellen Debatte. Sie ist damit abgeschlossen und wir kommen nun zur zweiten aktuellen Debatte, beantragt von der Fraktion AfD zum Thema: Welchen Stellenwert hat die Polizei in Sachsen? Und als Antragstellerin hat natürlich die einbringende Fraktion das Wort. Und die weitere Reihenfolge trage ich Ihnen gleich vor: CDU, Die Linke, SPD, Grüne, Staatsregierung. Wenn gewünscht und das Wort ergreift für die einbringende Fraktion Herr Kollege Wippe. Ja, Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, welchen Stellenwert hat die Polizei in Sachsen? Welchen Stellenwert hat die Polizei aus Sicht der Bevölkerung? Die Statistik sagt seit Jahren, dass 4 von 5 Bürgern dem Schutzmann als Vertreter seiner Berufsgruppe vertrauen. Aber welche Erwartungen haben die Bürger? Ich möchte dafür einige willkürlich im Alltag befragte Sachsen, also so viel zum Thema Bürgerdialog, hier an dieser Stelle zitieren. Eine Frau, Mitte 20, sagt: Die Polizei soll für Sicherheit für mich, meine Kinder und mein Eigentum sorgen und für das meiner Nachbarn. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit, auf meine Sachen aufzupassen. Ich will auch nicht, dass Typen vor der Schule stehen und Drogen verkaufen. Zitat Ende. Eine Frau, Mitte 50, sagt: Es kann ja nicht sein, dass die Polizei nur noch kommt und die Sachen aufnimmt. Das sind doch keine Zustände mehr. Wissen Sie, was hier los ist? Da brauche ich Sie auch gar nicht mehr. Schauen Sie sich doch mal an, wer häufig aus den Streifenwagen aussteigt. Die laufen doch keine mehr hinterher. Zitat Ende. Ein Mann Mitte 50 sagt: Polizei ist für mich wie Wasser aus dem Wasserhahn. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert und wenn ich sie brauche, muss sie auch da sein. Das heißt, sie muss auch präsent sein, das ist sie mir aber zu wenig. Mein subjektives Sicherheitsgefühl ist leider im Keller. Zitat Ende. Das Volk hat das Gewaltmonopol in seiner Verfassung an den Staat abgegeben. Und damit entstand für den Staat nicht nur die Befugnis, erforderlichenfalls in die Grundrechte seiner Bürger einzugreifen, sondern zuvorderst die Pflicht, die Bürger zu schützen. Also stellt sich die Frage, welchen Stellenwert hat die Polizei für die Politik? Als Institution hat sie die Aufgabe bekommen, für Sicherheit zu sorgen. Und ich stelle in Frage, dass sie dazu noch vollumfänglich in der Lage ist. Es soll weiterhin Personal abgebaut werden, wenn jetzt auch langsamer. Und die Entscheidung wurde nicht nach dem Lagebild getroffen, sondern unter dem Deckmantel der Modernität allein fiskalischen Gesichtspunkten unterworfen.
Unter dem Deckmantel der Qualitätssicherung wird die Tatortarbeit durch die Kriminaltechnik auf ein Minimum reduziert. Spurenträger bleiben unentdeckt und unausgewertet. Jüngst hat die Generalstaatsanwaltschaft Alarm geschlagen, dass Beweismittel durch die Kriminaltechnik nicht fristgerecht ausgewertet werden können und Strafverfahren daran scheitern. Der Ermittler fragt sich also, warum er Arbeit in einen Fall steckt. Und dennoch werden die Kriminaldienste weiter ausgedünnt. Schon heute stapeln sich Aktenberge. Sachbearbeiter mit 40 offenen Vorgängen sind keine Ausnahme. Außer bei Kapitalverbrechen findet kaum ein Sachbearbeiter die Zeit, auch mal Zeugen zu befragen und zu ermitteln in der Nachbarschaft. Das, was wir im Fernsehen sehen, ist ein Theaterstück. In der Folge werden Täter nicht überführt, kriminelle Karrieren verstetigen sich, Bürger werden Opfer von Straftaten, kurz und gut, die gesamte Gesellschaft leidet unter den Langzeitkosten dieses Sparens an der falschen Stelle. Manchmal ist weniger mehr, aber ich bin der Meinung, an dieser Stelle wäre mehr, einfach mehr. Die Streifendienste erreichen ihre wirklichen Bedarfsstärken nicht. In der Folge unterbleiben Fortbildungsmaßnahmen. Es unterbleibt der vorgeschriebene Dienstsport. Die Polizeireviere sind ausgedünnt, sollen in der Fläche aber omnipräsent sein. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben 3 Streifenwagen in einem ländlichen Revier. Und was Sie damit machen sollen, das erzähle ich Ihnen jetzt. Sie sollen damit schnellste Reaktionszeit zum Asylheim leisten. Zu Recht. Sie sollen Verkehrsüberwachung betreiben. Sie sollen den Tatort aufnehmen, Spurensuche durchführen, Zeugen vernehmen, schriftlich, dass man es gleich abgeben kann. Sie sollen zugleich nach dem Täter fahnden. Sie sollen die Drogenszene im Ort kontrollieren. Sie sollen Ruhestörungen beenden, Streitigkeiten im Trinkermilieu schlichten, weggelaufene Kinder und demente Greise finden und nach Hause bringen. Und die Bürger in der Grenzregion haben zu Recht natürlich den Anspruch, dass die Polizei, weil die Bundespolizei häufig ja auch nicht da ist, gelegentlich nochmal einen Blick auf den Grenzübergang und das Umland wirft. Und zum Abschluss sollen formvollendete Vorgänge gefertigt werden. Ich frage, wer soll das alles tun und den eingangs von den Bürgern genannten Ansprüchen gerecht werden? Falls es Ihnen aufgefallen ist, ich habe noch nicht von Gewahrsamsdienst gesprochen, nicht von Vorschriftenstudium und auch nicht von Frühstückspause. Das Ergebnis der Politik, Demotivation, innere Kündigung, Abwehrverhalten in Form von Dienst nach Vorschrift. Die Redezeit geht. Die Krankheitstage im mittleren Dienst sprechen dazu eine eigene Sprache. Sie liegen nämlich teilweise im dreifachen Bereich der freien Wirtschaft. Welchen Stellenwert hat die Polizei nun offensichtlich? Herr Kollege Wippel. Die einbringende Fraktion war hier vertreten durch Herrn Kollegen Wippel. Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch einen Hinweis, weil wir auch eine ganze Anzahl neuer Kollegen ja begrüßen konnten in dieser Legislaturperiode. Die aktuelle Debatte ist in freier Rede vorzutragen. Zitate können hiermit verwendet werden, klar, die können auch entsprechend vorgetragen werden, aber ansonsten ist hier vorne auf ausformulierte Textbeiträge zu verzichten, sondern man bedient sich im Regelfall eines Stichwortzettels. Daran wollte ich an dieser Stelle nochmals erinnern. Wir fahren jetzt fort in der Rednerreihung und das Wort ergreift für die CDU-Fraktion Herr Kollege Hartmann. Mit einem winzigen Zettel. Meine sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, welchen Stellenwert hat die Polizei in unserer Gesellschaft? Die Frage ist wichtig und sie ist zum einen sehr leicht und zum anderen doch recht kompliziert zu beantworten. Ganz klar, die Polizei genießt in der Öffentlichkeit eine hohe Wertschätzung. Sie gehört zu den Berufsgruppen, die das höchste Vertrauen der Bevölkerung genießen und sie leisten eine verantwortungsvolle Arbeit als die Vertreter des Gewaltmonopols des Staates. Das ist so. Und ich komme deswegen auch gleich zu der Frage, welchen Stellenwert hat Polizei für die Politik, für den Staat? Noch einmal, die Polizei vertritt das Gewaltmonopol des Staates. Und soweit ist es an uns als Gesetzgeber und im Auftrag der Exekutive, dafür Sorge zu tragen, dass die Polizei auch die Rahmenbedingungen vorfindet, die für ihre Arbeit erforderlich ist.
Und diese Rahmenbedingungen sind in mehreren Ebenen zu betrachten. Das eine ist, dass Polizei zum einen die Unterstützung und Wertschätzung der Politik und der Staatsregierung finden muss und auch den Schutz in Situationen, wie wir sie gerade leider in Leipzig immer häufiger erleben, wie zum Beispiel in der letzten Nacht mit Angriffen auf einen Polizeiposten. Und das ist indiskutabel und da muss man konsequent gegen vorgehen. Die Polizei kann zu Recht erwarten, dass die Politik die Verantwortung trägt, dass, wenn die Polizei angegriffen wird, es nicht nur ein Angriff auf eine Bevölkerungsgruppe ist, was man nicht tut, sondern ein Angriff auf die Polizei ist ein Angriff auf den Staat selbst, und das ist nicht zu dulden. Neben diesem Verständnis und dieser Unterstützung geht es um Ausstattung. Und Ausstattung heißt, dass die Polizei die Rahmenbedingungen vorfinden muss, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Dazu gehört Technik, dazu gehören Fahrzeuge, dazu gehört Schutzbekleidung und dazu gehört sicherlich auch das Gebäude. Hier hat der Freistaat in den vergangenen Jahren sehr viel geleistet, was nicht heißt, dass wir am Ende der Aufgabenerfüllung sind. Aber wenn wir die Investitionen uns anschauen in den Bereich der Ausstattung, dann ist das, und natürlich ist es immer leicht als Opposition zu sagen, das hat alles nichts miteinander zu tun. Natürlich hat in der Abwägung aller Prioritäten von Bildung, von Kita-Versorgung, von Polizei, von ländlicher Förderung und, alles immer auch eine Frage fiskalischer Rahmenbedingungen, die nicht die zentrale Frage sind, aber die zu berücksichtigen bleiben. Und unter dem Kontext und auch mit Blick auf 16 andere oder 15 andere Bundesländer und auf den Bund braucht sich Sachsen mit den Investitionen und Unterstützung nicht verstecken. Das ist verantwortungsvolle Investition an der richtigen Stelle gewesen. Dazu gehört die Personalausstattung der Polizei, und dazu befinden wir uns gerade in einem Diskurs, nämlich der Frage, welche Aufgaben hat die Polizei an welcher Stelle wahrzunehmen. Da sind wir auch bei der Diskussion, wie funktioniert die Sicherheitsarchitektur im Freistaat Sachsen. Das ist nicht zu reduzieren auf die Frage des Polizeivollzugsdienstes alleine. Das ist auch eine Frage der Zuständigkeit von Bund und Ländern, Bundespolizei im beschränkten Rahmen. Wir haben keine EU-Außengrenze mehr, als auch der Landespolizei. Aber es ist auch eine Verantwortung der Kommunen, die als Ortspolizei und Kreispolizeibehörden bestimmte Aufgaben wahrzunehmen haben. Ist eine Aufgabe auch eigenverantwortlichen Handelns. Es ist eine Frage der Unterstützung der Versicherungswirtschaft, des Interesses füreinander. Eine Sicherheitsarchitektur baut sich breiter auf als nur in der Frage des Polizeivollzugsdienstes. Unbenommen bleibt die Frage, wie viel Polizei brauchen wir tatsächlich, muss beantwortet werden. Aber auch mit Blick auf andere Bundesländer ist unsere Ausstattung nicht so schlecht. Auch die Länder, die gerade neu einstellen, haben zum Teil einen geringeren Personalansatz als wir. Aber ganz klar, und darauf werde ich in meinem zweiten Redebeitrag noch eingehen, weil die Zeit der 5 Minuten sind gleich zu Ende, steht die Frage, die Polizeistärke muss sich an der Aufgabe orientieren, das Personal folgt der Aufgabe. Herzlichen Dank. Das war Kollege Hartmann, er sprach für die CDU-Fraktion. Jetzt kommt Kollege Stange, der das Wort für die Fraktion Die Linke ergreift. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Debatte über den Stellenwert der Polizei in der Gesellschaft, soweit ich mich jetzt zurückerinnere, kommt in Regelmäßigkeit wieder. Das ist nicht schlimm. Es kann durchaus zur Ausbildung einer gewissen Weisheit behilflich sein. Allerdings ist die Ausbildung dieser Weisheit in Sachsen recht rudimentär ausgebildet. Um es vorsichtig zu sagen, lieber Kollege Hartmann, ich nehme Ihre wohlfeilen Worte zur Ausstattung der Polizei und zum Personalbestand gern entgegen. Wir werden das demnächst gemeinsam dann anhand einiger Haushaltstitel sicherlich überprüfen. Fakt ist, und da haben wir mal gesucht im Stern, wenn ich das richtig gesehen habe, gestern veröffentlicht,
Da sagen 84% der Menschen, also der Befragten in Deutschland, dass sie der Polizei vertrauen. An oberster Stelle. Und da kommen wir aus den politischen Parteien, meine Damen und Herren, und reden über den Stellenwert der Polizei und landen an 1, 2, 3, 4, 5, fünftletzter Stelle mit gerade mal 23% Zustimmung durch die Bürgerinnen und Bürger. Das ist schon heftig. Kollege, das ist wieder Heider ins Welt aus dem Vogtland, ist ja richtig. Das Problem ist nur, dass wir alle damit gemeint sind. Das sollte uns nachdenklich machen, dass man der Polizei wesentlich stärker vertraut als uns. Liebe, der Politik, der politischen Parteien. Lesen kann noch kopiert werden und verteilt werden dann. Meine Damen und Herren, der Punkt ist der, bei allen schwierigen Situationen schütten Sie säckeweise Danksagungen an die Beamtinnen und Beamten der Polizei aus. Die wissen gar nicht mehr, wohin die Säcke stapeln sollen. Nur von diesen Danksagungen kommt kein zusätzliches Polizeifahrzeug, wo sie auch reinpassen im Übrigen. Lassen Sie mich ausreden, hören Sie einfach mal zu. Dialog, ach guck doch, Dialog. Da kommt kein bisschen mehr Ausbildung zustande von diesen Danksagungen. Sie als Dienstherr, wir als politische Parteien, wir als politische Parteien tragen Verantwortung. Sie als Koalition tragen besondere Verantwortung dafür. Und der Staat als Dienstherr ist nur dann tatsächlich ein fürsorglicher Dienstherr, wenn er die Erfordernisse des polizeilichen Handelns so ernst nimmt, dass er sie auch tatsächlich in die Zahlen gießt, die sich nicht nur im Haushalt finden, sondern die dann die entsprechende Personalstärke absichern. All das, was bereits richtigerweise gesagt wurde. Aber von Ihren wohlfeilen Worten werden Sie das nicht leisten können, Kollege Hartmann. An dieser Stelle ganz klar. Die reale Welt sieht ganz anders aus. Da können Sie sich auf gewaltsame Überfälle auf Polizeiwachen beziehen, Kollege Hartmann. Die Welt der Polizei sieht noch ein bisschen anders aus. 75% aller Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten finden nicht bei Demonstrationen, finden nicht bei Zusammenstößen im Umfeld von Fußballspielen statt. Sie finden im täglichen Streifendienst statt. Und da stellt sich die Frage, wie dieser sich selbst als fürsorglich darstellende Staat denn mit seinen Beamtinnen und Beamten umgeht. Gucken Sie in die Bekleidungskonten. Gucken Sie, was mit dem Stichschutz passiert. Die wissen doch gar nicht, was hinter der Tür lauert, zu der sie gerufen werden. Das sind die Probleme, mit denen die Beamtinnen und Beamten täglich konfrontiert werden. Das sollten Sie zur Kenntnis nehmen und entsprechend umsetzen. Und dann kommen Sie zu etwas anderen Schlussfolgerungen, als die Sie uns hier versuchen aufzutischen. In der zweiten Runde dann mehr. Gerade hatte die Fraktion Die Linke das Wort. Und wir kommen jetzt zum nächsten Redner, der spricht für die SPD-Fraktion. Und es ist Kollege Pallas. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Frage ist zwar pauschal gestellt, aber ich bin trotzdem dankbar, dass wir uns gerade hier in dem Hause über den Stellenwert der Polizei in unserer Gesellschaft insgesamt unterhalten können. In der ersten Runde hat man jetzt stärker fokussiert auf die politischen Entscheidungen. Darauf möchte ich in der zweiten Runde auch noch eingehen. Ich möchte aber zunächst mal den Stellenwert und Rückhalt in der Bevölkerung ein Stück weit stärker beleuchten. Es wurde angesprochen, dass der Polizeiberuf schon lange und auch immer noch in die Spitzengruppe bei der
Beliebtheit und beim Vertrauen in der Bevölkerung gehört aus meiner Sicht auch absolut berechtigt. Dennoch gesellt sich zu dem Bild als Freund und Helfer nicht selten auch eine ablehnende Haltung, wenn es um ganz konkrete Maßnahmen geht. Das ist auch ganz normal. Was mir Sorgen macht, ist die zunehmende ablehnende Haltung an den Rändern unserer Gesellschaft gegenüber dem Staat und auch der ihn verkörpernden Polizei. Sie alle haben die Nachrichten der letzten Wochen und auch eben von der letzten Nacht in Erinnerung, von Angriffen auf Polizeidienststellen, von Angriffen auf Polizeibeamte, sowohl durch Radikale aus dem linken Spektrum, aber eben auch, wenn ich an die Legida-Demonstration in Leipzig denke, aus dem radikalen rechten Spektrum. Und das Erschreckende an diesen Ereignissen ist, dass es vielen offenbar nicht mehr nur darum geht, den Staat und eben die Polizei als Institution zu schädigen. Nein, es geht offenbar immer häufiger darum, den Menschen in Uniform, ganz konkret die einzelne Person, zu schädigen, um daraus die eigene Ideologie zu befriedigen. Ich möchte die Frage aufwerfen, wir sollten uns alle darum sorgen, als Politiker, als Gesellschaft insgesamt. Wir müssen uns als Politiker fragen, was können wir konkret tun, um dagegen zu steuern. Es ist klar, dass wir natürlich eine gute und nachvollziehbare Politik machen müssen, die die Ursachen von sozialen Spannungen und von Kriminalität ein Stück weit eindämmen können. Es gehört aber auch dazu, dass wir ehrlich analysieren, welche Gründe für die Radikalisierung vorliegen und ob nicht an der einen oder anderen Stelle auch das Handeln des ein oder anderen Politikers mit zu einer solchen Verschärfung beiträgt. Das gehört zur Ehrlichkeit auch mit dazu, meine Damen und Herren. Und damit bin ich schon beim Stellenwert der Polizei in der Politik. Ich ziehe es jetzt doch schon vor. Aus eigenem Erleben muss man sagen, dass die Polizei immer und immer wieder die nicht gelösten oder sich verschärfenden sozialen Probleme unserer Gesellschaft lösen muss. Das geht bei regelmäßigen Einsätzen an sozialen Brennpunkten los, das geht weiter bei Auseinandersetzungen mit gewalttätigen Jugendgruppierungen und hört nicht auf beim Umgang etwa mit Folgen eines steigenden Betäubungsmittel- oder Alkoholkonsums. Häufig sind die Kolleginnen und Kollegen in der Kritik, aber letztendlich bekämpfen auch sie nur die Symptome, die an anderer Stelle, deren Ursache an anderer Stelle bekämpft werden müssen. Ein kurzes Beispiel dazu, um das zu verdeutlichen. Vor einigen Jahren wurde die Jugendpauschale des Freistaates gekürzt und das hat ganz konkret zur Folge gehabt, dass Jugendhilfeangebote in den Kommunen effektiv gekürzt werden mussten. Ich habe das in Dresden am eigenen Leibe gespürt, damals arbeitete ich noch in einem Dresdner Polizeirevier. Das führte dazu, dass viele Jugendliche, die eine ganz engmaschige sozialpädagogische Betreuung nötig gehabt hätten, eben nicht mehr so intensiv betreut werden konnten und letztendlich als einziger offizieller Ansprechpartner die Polizei bei konflikthaften Einsätzen zur Verfügung stand. Da kann man kein Problem lösen in so einer Situation. Das muss allen klar sein. Die Polizei spürt ganz genau die Auswirkungen wachsender Armut, von Langzeitarbeitslosigkeit und sozialer Entmischung in den Städten. Dieser Effekt wird natürlich verstärkt durch den Stellenabbau, der eben zu selten bzw. im Grunde überhaupt nicht von einer realen und ganz konkreten Aufgabenkritik begleitet hätte werden müssen. Dass es da fachlich erheblichen Diskussionsbedarf gibt, zeigt ja, dass im Laufe der letzten Jahre immer mehr Teile der Polizeiarbeit zu Schonbereichen erklärt wurden und im Endeffekt der Stellenabbau nur noch durch den Streifendienst oder die Verkehrspolizei erbracht werden soll. Die Folge: weniger Kontakt zur Bevölkerung, weniger Prävention, weniger subjektives Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung, aber mehr Arbeit für die Polizei bei gleichzeitig geringeren Erfolgen. Zu oft muss ich persönlich Überlastungserscheinungen bei Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen. In der Vergangenheit wurde halt zu wenig über Stellen gesprochen, zu viel über Stellen, aber eben nicht über die Aufgaben gesprochen. Und mehr dazu in der zweiten Runde. Vielen Dank für den Hinweis, Herr Präsident. Wir erwarten auf jeden Fall eine zweite Rednerrunde, das wissen wir alle. Und es spricht jetzt nach Herrn Kollegen Pallas. Als nächstes für die Fraktion Grüne, Herr Kollege Lippmann.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, man kann sicherlich dieser Tage den Stellenwert, den die Polizei in der Bevölkerung genießt, nicht hoch genug schätzen. Wir hatten gestern eine Regierungserklärung, in dem das sehr deutlich geworden ist. Wohl kaum sieht die Bevölkerung so viel Polizei auf der Straße wie in den letzten Wochen in Dresden, aber auch in anderen Städten von Sachsen. Klar ist aber auch, die Polizei in Sachsen ist zunehmend durch diese Ereignisse an der Grenze ihrer Belastungsfähigkeit angekommen. Wir haben das gestern gehört. Aber auch ohne das Demonstrationsaufkommen und ohne die Terrorgefahr in Sachsen wäre die Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit am Rande ihrer Belastungsfähigkeit. Hintergrund ist der Stellenabbau in der Polizei, der darauf basiert, dass CDU, FDP und SPD in den letzten 10 Jahren die Polizei als Teil einer staatlichen Kernverwaltung gesehen haben, in der man nach Möglichkeit die Ideologie eines schlanken Staates möglichst gut umsetzen kann. Kein anderes Ressort ist in den letzten Jahren einem so großen Stellenabbau unterworfen worden wie die Polizei. Und all das merken wir, wenn es um den Stellenwert der Polizei geht, sehr deutlich. Das zeigt aber auch, welchen Stellenwert die Polizei für Teile der Politik in Sachsen haben. Und in Zahlen bedeutet das, 2006 ist beschlossen worden, dass bis 2020 über 3.500 Stellen abgebaut werden sollen. 1.700 dieser Stellen sind schon abgebaut worden. Nun haben wir dem Koalitionsvertrag entnehmen können, dass der Stellenabbau gestoppt werden soll. Den Blick in den Haushalt entnimmt man dann, dass sich das offensichtlich nur auf den zusätzlichen Teil des Stellenabbaus bezieht, den Schwarz-Gelb dann quasi noch zur Erhöhung des Stellenabbaukorridors beschlossen hat und der Stellenabbau, den Schwarz-Rot 2006 beschlossen hat, offensichtlich so weitergeht. So wird der Stellenabbau nicht gestoppt, sondern so läuft er weiter. Wir werden bis 2020 definitiv das Problem haben, dass ein Großteil von Polizeistellen abgebaut wird und in der Bevölkerung wird das immer merklicher. Es fehlt mir... Wir reden hier gerade von der Polizei und die Stellen, die wir im Verfassungsschutz sparen wollten, wollten wir ja genau der Polizei geben, Herr Haider. Für uns ist klar, wir brauchen ausreichend Polizistinnen und Polizisten, wir brauchen ausreichend Ermittler auf der Straße und der Stellenabbau muss gestoppt werden, auch um den hohen Stellenwert, den die Polizei in Sachsen bei der Bevölkerung genießt, tatsächlich auch zu halten. Und mit Blick auf die Terrorgefahr, mit Blick auf die Gefährdung durch terroristische Anschläge tun andere Bundesländer mittlerweile sehr intensiv wieder in ihre Polizei investieren. In NRW überlegt man jetzt eine deutliche Anzahl zusätzlicher Polizeistellen zu schaffen. Das wäre ein Weg, den wir in Sachsen definitiv brauchen. Auch und gerade mit Blick auf terroristische Bedrohungen. Aus der CDU hört man vielmehr immer mehr die Forderung nach Vorratsdatenspeicherung in diesem Zusammenhang anstatt nach der Aufstockung nach Ermittlern. Lassen Sie es mich aus grüner Sicht ganz deutlich sagen. Wir brauchen keine teuren Überwachungsspielzeuge, sondern wir brauchen eine gut ausgestattete Polizei, die im Land präsent ist. Und lassen Sie mich, wenn es um den Stellenwert der Polizei in unserer Gesellschaft geht, auch noch mal auf das Verhältnis von Staat und Bürger eingehen. Wir brauchen nicht nur eine gut ausgestattete Polizei in diesem Land, wir brauchen auch eine möglichst transparent agierende Polizei in diesem Land. Die Polizei ist die Inkarnation des staatlichen Gewaltmonopols und es ist Aufgabe und Sinn in einer liberalen Demokratie, wie es die unsere ist, dass die Polizei mit einem hohen Maß an Transparenz agiert und mit einem hohen Maß an Kontrolle belegt wird. Und deswegen fordern wir als Grüne seit langem, erstens, wir brauchen eine Identifikationsmöglichkeit von Polizisten in geschlossenen Einheiten, um das Vertrauen in der Bevölkerung dahingehend herzustellen, dass man, wenn es Probleme mit der Polizei geht, dann nicht daran scheitert, dass man den Polizisten nicht identifizieren kann. Lassen Sie mich es gleich sagen, bevor der Vorwurf kommt, wir wollten hier Polizisten namentlich an den Pranger stellen. Es geht um eine Nummer und nicht um den Namen. Und lassen Sie mich an der Stelle auch noch deutlich sagen, mit Blick auf die Ereignisse, die wir in Leipzig in den letzten Wochen hatten. Gewalt, egal von wem und aus welchen Gründen, ist für uns nicht hinnehmbar. Und da braucht es ein deutliches Signal, dass das nicht geht. Das sagt übrigens Herr Kasek auch, ja. Zweitens, wir brauchen eine unabhängige Stelle zur Aufklärung von polizeilicher Arbeit, von rechtswidrigen Handeln der Polizei. Auch das wäre ein klares Signal an die Bevölkerung und eine vertrauensstiftende Maßnahme, die auch langfristig den hohen Stellenwert der Polizei hier erhalten würde und die so manches, Herr Pallas, was es an Problemen gibt, sicherlich lösen könnte und die den positiven Nebeneffekt hätte, dass so manche politische Bewertung der polizeilichen Ermittlungsarbeit einer gewissen Objektivität unterzogen würde. Kurzum, wir brauchen
Mehr Transparenz und eine gut ausgestattete Polizei, dann wird sich der hohe Stellenwert, den die Polizei in Sachsen hat, hier auch halten. Meine Damen und Herren, wir gehen jetzt in die dritte Runde und die zweite Runde, genau. Und die AfD eröffnet wieder. Herr Hütter, bitte. Bemühen Sie sich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich nehme den offenen Brief der Deutschen Polizeigewerkschaft Sachsen, der auch auf Ihren Tischen Platz gefunden hat, zum Anlass und appelliere an die Fürsorgepflicht dieses Hohen Hauses, sich dieses Briefes anzunehmen. Wenn Bedienstete auf Grundlage unserer Gesetze für die Durchsetzung dieser beauftragt sind, so ist es auch Aufgabe und Pflicht des Gesetzgebers, für deren Sicherheit zu sorgen. Wann immer ein Mensch in Sachsen in Not gerät, so kann und muss er sich auf die Polizei verlassen können. Was aber passiert, wenn die Beamten selbst in Not geraten? Die Anzahl der Straftaten gegen Polizisten ist in den letzten 10 Jahren um ca. 30% angestiegen. 2013 wurden auf Polizisten ca. 1000 Angriffe mit verschiedensten Motiven gezielt. Die brutalen Angriffe in den letzten Wochen bzw. Tagen auf diverse Polizeistationen, nicht nur in Leipzig, unterstreichen nur, dass es unabdingbar ist, unseren sächsischen Polizistinnen und Polizisten alle nur denkbare Unterstützung zukommen zu lassen. Und ich möchte noch mal darauf eingehen, was der Kollege Hartmann gesagt hat. Ja, am heutigen Tag um Punkt 2.38 Uhr wurde ebenfalls oder nochmals ein Anschlag auf eine Polizeistation in Leipzig verübt, und zwar in Leipzig-Lackwitz. Verbindend damit fordere ich auch hier anwesende Abgeordnete auf, wie beispielsweise die in der Silvesternacht in Leipzig mit vermummt linksradikalen Gewalttätern den Schulterschluss suchen. Davon sollten sich diese Personen in meinen Augen ganz klar distanzieren. Gewalt, und da spielt es keine Rolle, aus welcher Richtung diese zu verorten ist, muss von allen demokratischen Kräften vehement abgelehnt werden. Nur wenn wir unseren Beamten den Rücken stärken und respektvoll mit ihnen umgehen, dann wird ihnen auch von den gewaltbereiten Bevölkerungsanteilen der nötige Respekt entgegengebracht. Gerade in der heutigen Zeit, wo unsere Polizisten zum Ziel von Angriffen geworden sind, ist es auch unsere Aufgabe, nicht nur die Polizisten, sondern auch deren Familien zu schützen. Lassen Sie uns denen den Rücken stärken, die täglich für unsere Sicherheit sorgen. Eine gewissenhafte und erfolgreiche Dienstausübung ist nur dann möglich, wenn die Beamten keine Angst um ihre Familien haben müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Beamten stammen aus der Mitte unserer Gesellschaft. Es sind Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Ehefrauen, Ehemänner, Töchter, Verwandte, Nachbarn. Sie verdienen unseren Rückhalt und unser Vertrauen. Da sie es doch sind, auf deren Schultern auch so manche politische Fehlentwicklung ausgetragen wird. So ist beispielsweise in einem Bekennerschreiben auf der linksradikalen Internetplattform links unten Punkt in die Media zu lesen, ich zitiere: Auch wenn du deine Uniform ablegst, so bleibst du immer noch das gleiche Schwein von Mensch und wirst weiterhin Ziel unserer Interventionen sein. Wann immer wir es wollen. Zitat Ende. Bekennerschreiben dieser Art gibt es mittlerweile einige.
Und für uns stellt dieses Schreiben eine ganz klare Gewaltandrohung dar. Hier muss umfassend und schnell gehandelt werden. So fordert beispielsweise die Deutsche Polizeigewerkschaft in Sachsen in ihrem offenen Brief, ich zitiere: Wir fordern für alle Polizeibeamten, die aufgrund ihrer Tätigkeit zu Angriffszielen werden können, eine Auskunftssperre bei den Meldebehörden. Zitat Ende. Wenn Polizisten in Sachsen Angst haben, Angst um ihre Familien, Angst vor Übergriffen, dann macht das auch mir Angst. Was muss dennoch passieren, damit wir uns dem begründeten Anliegen der Polizei endlich annehmen? Wir, die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag, unterstützen diese Forderungen. Wir fordern in Gegenwart des stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft in Sachsen alle demokratischen Fraktionen auf, hier und heute, und da geht auch meine Richtung an die Regierungskoalition, sich für die Stärkung des sächsischen Meldegesetzes, für die Änderung des sächsischen Meldegesetzes stark zu machen und damit ihre Fürsorgepflicht nachzukommen. Die Zeit ist und liebe CDU, Ende. Ja, und liebe CDU, wenn Sie das mit der SPD nicht schaffen, bei uns oder mit uns finden Sie einen Partner. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion, Herr Abgeordneter Hartmann, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt einiges gehört und insbesondere auch die Vereinnahmung immer für die Polizei und die Situation. Ich möchte noch mal abstellen auf das, was am Anfang von der Fraktion Die Linke gekommen ist. Und das ist durchaus ein betrachtungswerter Bereich. Die Akzeptanz der Polizei liegt bei 84%, die der Politik bei 23%. Das heißt also, die Akzeptanz der Polizei in der Gesellschaft ist sehr hoch. Und da reflektiere ich auf den Themenbereich, den die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen aufgemacht haben. Nämlich Herr Lippmann hat mehrfach betont, wir müssten das Vertrauen der Polizei in die Bevölkerung herstellen. Also ich glaube, das ist tatsächlich, Entschuldigung, richtig, das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei herstellen. Entschuldigung, Herr Lippmann. Das ist, glaube ich, in der Stelle nicht wirklich erforderlich. Ja, wir werden über einzelne Themenbereiche auch weiter diskutieren müssen, auch was die Frage einer Aufklärungsstelle für polizeiliches Handeln betrifft. Die halten wir nicht für erforderlich. Gleichwohl, und dazu haben wir uns im Koalitionsvertrag verpflichtet, wird es eine entsprechende Anlaufstelle auch geben, wo Bürgerhinweise aufgenommen werden, aber eben auch die Möglichkeit besteht, positive Impulse zur Polizeiarbeit zu geben. Das gehört sicherlich zu einer Kommunikation einer bürgerfreundlichen Polizei dazu. Aber bestimmte Positionen, die hier gerade von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen formuliert werden, sind aus unserer Sicht zur Stärkung der Akzeptanz der Polizei in der Bevölkerung genauso wenig erforderlich wie die Frage der Diskussion um immer mehr Transparenz in der Polizei. Da, wo Steuerungsbedarf besteht, werden wir ihn auch wahrnehmen. Und das trifft auch notwendige gesetzliche Anpassungen und Änderungen vor. Da sind wir in einem ständigen Dialog. Und auch ich schätze die Arbeit, und das sage ich so in aller Deutlichkeit, und ich meine es so, wie ich sage, ich schätze die Arbeit des Bundesvorsitzenden der deutschen Polizeigewerkschaft und des Bundesverbandes, und ich schätze die Arbeit der Gewerkschaft der Polizei Sachsen. Und ich glaube, da muss man auch deutliche Unterschiede machen, wenn es um verantwortungsvolle Positionen geht. Es geht nicht um Teaser und die Debatte um größere Streifenwagen. Der durchschnittliche sächsische Polizeibeamte ist mit der angeschafften Technik durchaus einsatzfähig, belastbar. Ich denke, Tieflasttransporter sind nicht geeignet, um die polizeiliche Streifenverfolgung wahrzunehmen. Insoweit, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht es darum, einen verantwortungsvollen Dialog auch mit den Gewerkschaften zu führen, auf verantwortungsvoller Ebene und die berechtigten Hinweise aufzunehmen, dass die Verantwortung einer berufsständischen Vertretung. Und in diesem Zusammenhang werden wir auch unserer Aufgabe gerecht. Noch einmal, das Anforderungsprofil, die Herausforderungen an die Polizei haben sich nicht nur in Sachsen, sondern deutschlandweit verändert.
Da gibt es Strukturen der organisierten Kriminalität, die internationaler aufgestellt sind, wo bestimmte Entwicklungsprozesse auch durch das, was wir alle gewollt haben, die europäische Integration mit neuen Herausforderungen verbunden sind. Da gibt es eine veränderte Aggressivität, auch das gehört zur Wahrheit dazu, am linken und am rechten Rand, die die Polizei auch vor neue Herausforderungen stellt, was die Umgang mit der Situation der Gefährdungs- und Bedrohungslage betrifft. Sie kommt aber auch mit höheren Demonstrationsaufkommen in andere Belastungssituationen. Das ist kein sächsisches, das ist ein deutschlandweites Phänomen. Wir haben allerdings die Aufgabe, uns der Frage in Sachsen zu stellen und die Frage zu beantworten, wie wir uns aufstellen. Und da gibt es mehrere Diskussionen, die wir führen. Ein Aspekt, der für mich sehr wichtig ist, ist die Frage der Diskussion über die Struktur der Polizei und die Frage einer wieder erforderlichen Stärkung, insbesondere der Kriminalpolizei hier im Freistaat Sachsen. Es war gut und richtig, in den 90er Jahren über die Frage der Einheitspolizei von Schutz- und Kriminalpolizei nachzudenken. Mit Blick auf heute muss man aber sagen, dass die Spezialisierung in Kriminalitätsbereichen, und da rede ich nicht nur von Internetkriminalität, es erforderlich machen, den Bereich der Kriminalpolizei wieder verstärkt auszubauen. Das betrifft auch die Frage von Spezialisten. Dem tragen wir mit dem Haushaltsentwurf durch die Einstellung von 109 Spezialisten Rechnung. Genauso ein Thema wie die Frage der Ausstattung der kriminaltechnischen Institute und der entsprechenden Anschaffung von Technik. Gleichwohl will ich deutlich sagen, der Freistaat Sachsen hat in den letzten Jahren erheblich, und das auch im Unterschied zu anderen Bundesländern, in die Ausstattung der Polizei investiert und das nicht nur in Fahrzeuge. Und deswegen ist auch der Vergleich, Herr Lippmann, und ich komme dann noch mal kurz in eine dritte Runde, nicht ganz zulässig, wenn Sie sagen, NRW soll uns als bahnendes Beispiel dienen. NRW nimmt jetzt 200 Stellen auf, nachdem Bitte Sie jahrelang Baustellenabbau betrieben haben. Herzlichen Dank. Und die Linksfraktion, Herr Abgeordneter Stange, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Pallas, ich stimme Ihnen absolut zu. Allerdings die sozialen Probleme löst die Polizei nicht, so wie es von einem anderen Kollegen hier gesagt wurde, das ist natürlich Unsinn, sondern sie wird mit dem Ergebnis der sozialen Probleme konfrontiert. Das haben Sie alle richtig festgestellt. Sowohl bei stärkerer Aggressivität im Umfeld von Demonstrationen als auch im ganz alltäglichen Streifendienst werden die Beamtinnen und Beamten genau mit dem Ergebnis dieser sozialen Fragen konfrontiert. Sie haben das Trinkermilieu angesprochen. Es gibt andere Bereiche, wo ganz einfach eine Motivation aus einem Feindbild Polizei gezogen wird, die wir so nicht hinnehmen können. Aber, und da sind wir, Herr Innenminister, können wir nahtlos anschließen an das, was Sie gestern Fachregierungserklärung genannt haben. Sie haben nämlich genau die sozialen Ursachen dessen, was sich derzeit auf den Straßen in Sachsen abspielt, ausgeblendet. Das funktioniert nicht. Das wird nicht nochmal, liebe CDU, weitere 25 Jahre reichen. Hier müsst ihr euch bewegen und entwickeln, ansonsten geht das für euch schief. Ganz deutlich. Und dazu zählt auch, dass im Umgang mit der Polizei, jawohl, Transparenz hergestellt wird. Deshalb wollen wir eine unabhängige Ombudsstelle, die eben nicht im Innenministerium angesiedelt ist, weil wir aus 25 Jahren CDU in Sachsen sehr wohl wissen, was man im Innenministerium unter Transparenz versteht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal zurück zu meinen anfänglichen Ausführungen. Sie nennen das ja immer der fürsorgliche Freistaat, ist eben nicht so fürsorglich. Ganz im Gegenteil. Wir haben erst kürzlich vernehmen müssen, dass Generalstaatsanwälte sich
in einer Notwehrhandlung im Grunde zusammenschließen, um genau diesen Notstand im Bereich der Kriminalermittlung offenzulegen. In Sachsens Polizeidienststellen häufen sich 58.000 offene Vorgänge. Wie soll denn das abgearbeitet werden mit Ihrem Schritttempo? Also bisher machen Sie ja Personalabbau. Haben Sie auch noch nicht wieder zurückgenommen. Sie haben nur den zurückgenommen, den CDU und FDP beschlossen hatten, nicht den CDU und SPD beschlossen hatten. Das funktioniert nicht. Und da können wir in jeden Einzelbereich der polizeilichen Arbeit hineinleuchten. Wir werden Sie sich richtig strecken müssen, um da die nötigen Antworten zu geben. Bis hin zur Frage, Sie wollen jetzt bei der Besoldung wieder etwas verändern, also sprich, Sie wollen das Weihnachtsgeld wieder einführen. Und so. Liebe Leute, ihr müsst endlich auch an der Eingruppierung etwas ändern. Die Kolleginnen und Kollegen werden an Stellen eingesetzt, für die sie nicht bezahlt werden. Das spart im Haushalt Geld, ist aber gegenüber den Beamtinnen und Beamten einfach eine unfaire Arbeitsweise. Herr Staatsminister, hier müssen Sie nachlegen, ganz klar. Und wir werden Ihnen während der Haushaltsdebatte an vielen Stellen nachweisen, dass eben Ihre Herangehensweise fehlgeht. Wir sind der Auffassung, dass der Freistaat Sachsen und dass wir als Gesetzgeber eben für die Haushaltsdebatte miteinander tatsächlich in einen echten Dialog treten müssen und dass nicht die Haushaltsfragen, also sprich das Sparen, im Vordergrund stehen muss, sondern dass es hier um die Beamtinnen und Beamten geht, um ihre Sicherheit, völlig klar, aber dass wir im Umfeld dieser Betrachtungen genauso die Sicherheit der gesamten Gesellschaft und das Vertrauen in der Gesellschaft mit entsprechenden Handlungen ermöglichen müssen. Und dazu zählen keine Überwachungen, keine Kennzeichenerfassungen und Ähnliches. Auch dazu müssen wir uns, glaube ich, als Freistaat bekennen. Dankeschön. Und die SPD-Fraktion bitte, Herr Pallas. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich meine Freude zum Ausdruck bringen, dass offenbar nicht nur ein kleiner Teil des Koalitionsvertrags bei der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Zustimmung stößt. Das ist zunächst mal eine gute Unterstützung, gerade an dem Punkt, dass wir uns mit der CDU vereinbart haben, eine unabhängige zentrale Beschwerdestelle bei und für die Polizei einzurichten. Ich würde mich jetzt mal nicht sozusagen auf den Pfad bewegen, ganz genau zu beschreiben, wo die Stelle angesiedelt sein muss. Wichtig ist, wie sie arbeitet. Und ich glaube, da gibt es in anderen Bundesländern schon vielversprechende Beispiele, an denen wir uns da gut orientieren könnten. Ich bin mir auch sicher, dass das Innenministerium diese nicht zuvor das haushaltsrelevante Aufgabe auch in absehbarer Zeit erfüllen wird. Zurück aber zum eigentlichen Thema. Ich bin vorhin etwas abgestorben bei der Frage von Wertschätzung und bei der Frage von Aufgabenkritik. Ja, Aufgabenkritik ist das Thema, was wir als SPD auch in diesem Haus nicht erst jetzt, sondern schon seit einigen Jahren immer wieder eben im Zusammenhang mit der Stellenausstattung bei der Polizei einfordern. Sie war neben dem Stopp des Stellenabbaus die Kernforderung oder eine Kernforderung im Landtagswahlkampf. Und wir haben diese Thematik in die Koalitionsverhandlungen mit der CDU hineingetragen. Und ja, die Personalproblematik bei der Polizei, aber auch im öffentlichen Dienst insgesamt, ist sozusagen eine gemeinsame Vereinbarung geworden, sich dieser grundsätzlich zu nähern und sie grundsätzlich zu lösen, weg von einer rein finanziellen Betrachtungsweise hin zu einer aufgabenorientierten, bedarfsorientierten Betrachtungsweise. Der Grundsatz, die Ausstattung der Polizei bei Personalstellen und Sachmitteln folgt ihren Aufgaben, gilt. Der steht schwarz auf weiß im Koalitionsvertrag und er gilt. Dazu, denn es ist eine Sache, die man nicht von heute auf morgen angehen kann und auch jetzt sozusagen
öffentlichkeitswirksam zu fordern, dass eben nochmal 50 Stellen mehr pro Jahr eingestellt werden sollen, führen da auch nicht weiter. Wir müssen uns grundsätzlich in einer veränderten Gesellschaft mit verändernden Aufgaben für die Sicherheitsbehörden uns damit auseinandersetzen, wie viele Stellen Polizei in Sachsen braucht, um ihre Aufgaben zu erfüllen und welches die Aufgaben sein sollen für die Polizei, meine Damen und Herren. Dazu haben wir uns vereinbart, dass es eine Fachkommission geben soll, ausdrücklich unter Beteiligung des Personals und der Gewerkschaften, in der eben diese Aufgabenkritik und die Bedarfsermittlungen durchgeführt werden sollen. Wir wollen als SPD, dass sich die Stellenausstattung nicht nur an den Kriterien zur Verfügung stehender Finanzmittel, sondern an den Kriterien Fläche, Bevölkerung, Kriminalitätsbelastung orientiert. Und mit diesem Instrument der Fachkommission kann das auch so erfüllt werden. Das wird etwas Zeit brauchen, das ist klar. Und insofern müssen wir da alle ein bisschen Geduld haben und auch die Forderungen sozusagen jetzt sofort den Stellenabbau zu stoppen in Form eines Moratoriums beispielsweise, führt praktisch sozusagen nicht weiter, weil wir wollen doch ausgebildete Polizisten haben, die effektiv sozusagen zur öffentlichen Sicherheit beitragen können. Nur müssen diese erstmal ausgebildet werden. Ich gehe davon aus, dass die Ergebnisse der Fachkommission in den nächsten 2 Jahren vorliegen werden, sodass sich diese Problematik dann auch nicht mehr stellt, weil wir dann Aussagen treffen können zur notwendigen Stellenausstattung bei der Polizei. Abschließend möchte ich nur noch mal feststellen, dass die Polizei nicht nur in der Bevölkerung einen sehr hohen Stellenwert hat, sondern auch in der Politik. Das hat nicht zuletzt die heutige Debatte auch gezeigt, für die ich Ihnen ganz herzlich danken möchte. Die Bediensteten der Polizei haben einen sehr hohen Stellenwert bei der Regierungskoalition aus CDU und SPD. Und ich möchte Sie alle bitten, uns bei dem Weg, bei den Maßnahmen, die ich eben beschrieben habe, zu unterstützen, damit wir schnell gute Entscheidungen treffen können, die diesen hohen Stellenwert verdeutlichen. Vielen Dank. Die Fraktion Grüne wird das Wort noch mal gewünscht. Das ist nicht der Fall. Dann beginnen wir wieder mit der AfD. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kollegen, diesmal ist der Zettel ein bisschen kleiner. Spontan, ich probiere es einfach mal. So, ich möchte auf einige Fragen eingehen und auf einige Dinge, die geäußert worden sind im Verlauf der Debatte. Anfangen möchte ich eigentlich mit einem Satz, der vorhin ein bisschen untergegangen ist. Herr Gebhardt hat gesagt, es wäre ein Antrag, den wir gestellt haben. Nein, es ist kein Antrag. Was wir aussprechen möchten, ist eine Einladung an alle Parteien, dass wir zusammen an der Überarbeitung des sächsischen Meldegesetzes arbeiten. Ja, gut. Dann wurde dargestellt, eine zentrale Frage wäre es natürlich, dass wir den Stellenplan bei der Polizei nicht allein unter fiskalischen Gesichtspunkten sehen. Das ist richtig, ist aber im Widerspruch zu dem, was auf dem Deckblatt der Reform 2020 steht. Also ich freue es aber, wenn wir das neuerdings dann anders sehen und in Zukunft auch anders machen werden. Bei der Expertenkommission und im Zuge dieser Evaluation wäre es im Übrigen auch sehr schön, wenn das Personal innerhalb der Polizei gefragt werden würde, wie es denn welchen Stellenteil es braucht. In der Beschreibung der Evaluation und einer Beteiligung der Kollegen wurde nämlich explizit die Personalfrage ausgeklammert. Wenn wir betrachten und den Faktor einziehen wollen, wie viel Kriminalität haben wir eigentlich, sollten wir auch berücksichtigen, dass wir immer nur das Hellfeld betrachten und in dem Moment, wo ich weniger Polizei habe, wo ich weniger Kontrolldelikte feststelle, ist scheinbar die Kriminalität natürlich geringer. Also das sollten wir bitte nicht vergessen. Der Stellenabbau im Streifendienst, der Streifendienst die Stelle ist, wo das meiste Personal abgebaut wird, ist nicht ganz richtig. Wichtig ist, dass der Kriminaldienst der Hauptleidtragende dieser gesamten Geschichte ist. Kollege Stange sagte, 58.000 offene Vorgänge wären da. Es ist richtig, Sie haben ja die Frage gestellt nach offenen Vorgängen bei der Polizei. Beantwortet bekommen haben Sie aber offene Vorgänge bei der Staatsanwaltschaft. Bei der Polizei kommen noch die Vorgänge dazu, die noch gar nicht an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden sind. Das sind ungefähr 65.000 in Gesamtzahl. Ja, und damit möchte ich dann eigentlich enden.
Für die CDU nochmal Herr Abgeordneter Hartmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Anzahl der Zettel nimmt bei der Debatte zu, weil ich mir doch ein paar Stichworte gemacht habe. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz was zu der Frage der zentralen Forderung des Meldegesetzes sagen. Also erstens, grundsätzlich in einer bestehenden Gefährdungslage für Leib und Leben besteht die Rechtslage für die Sperrung jetzt schon. Also wenn es diese konkrete Situation gibt, einer Gefährdungslage, lässt das jetzige Melderecht es zu. Worüber wir mal reden können, und das können wir in aller Ruhe tun, aber das ist nun wahrlich nicht die zentrale politische Forderung, die aus einer Diskussion des Stellenwertes der sächsischen Polizei ausgehen soll, ist eine Erleichterung in diesem Verfahren. Aber das kann doch bitteschön nicht die zentrale politische Botschaft einer Debatte in diesem Hohen Hause sein. Wenn wir über die Frage der Fürsorgepflicht des Dienstherrn reden, über die wir hier schon gesprochen haben, dann ja, ist das ein ständiger Abwägungsprozess und ein ständiger Überprüfungsprozess zwischen den Beschäftigten der Polizei und dem Dienstherrn. Aber ich glaube schon, dass wir über die Personalvertretung, über die Gewerkschaften in einem intensiven Dialog mit dem Dienstherrn sind und dass der Dienstherr durchaus seine Aufgabe wahrnimmt und ernst nimmt. Ich will nur daran erinnern, dass der Freistaat Sachsen eines der letzten Bundesländer ist, was die freie Heilfürsorge für den Polizeibereich auch nach wie vor trägt und das ohne eigene Kostenbeteiligung. Das alleine ist natürlich kein Kriterium, aber es ist ein Teilaspekt deutlich zu machen, dass es nicht nur immer über die Frage gehen kann, was wir hier bei uns jetzt noch verbessern und optimieren können, sondern bitte auch einen Blick auf die gesamte Bundesrepublik und auf die gesamte Situation der Polizei in Deutschland als aber auch in Europa setzen. Und da glaube ich schon, bei aller berechtigten Kritik und allen berechtigten Hinweisen, die zwangsläufig die Interessensvertretung der Beschäftigten auch zu formulieren hat, nimmt der Freistaat Sachsen seine Verantwortung auch als Dienstherr sehr ernst und wahr. Und es ist eine solche pauschalisierte Hinstellung, als ob der Freistaat diese Verantwortung nicht trägt, schlichtweg falsch. Der Dialog, den wir auch hier zu führen haben, muss intensiviert werden. Und da gehört aber auch ein Thema zu der Frage der erheblichen hohen Krankenzahlen der Polizei dazu. Das hat auch seine Auswirkungen in Belastung. Es hat aber insbesondere auch eine Situation, und das ist statistisch überprüfbar, in einer erheblichen Anzahl von dauerkranken Polizeibeamten, die unter anderem auf Grundlage eines höheren Lebensalters derzeit nicht in die Pensionierung gehen. Und das hat einen einfachen Effekt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist auch ein verständlicher Effekt. Die Beamten im Freistaat Sachsen sind im Regelfall 1993 verbeamtet worden. Und wer heute in den Ruhestand geht, geht mit Abschlägen in den Ruhestand. Und da gehe ich nicht freiwillig, sondern bemühe mich auch, diese Dienstfähigkeit so lange wie möglich zu erhalten. Das sind Übergangsfragen, die wir so nicht beantworten konnten. Und das ist eine Frage, die sich aber auswächst. Kurzum, es gilt trotzdem, die Frage der Fürsorgepflicht und der Einsatz- und Dienstbelastung ernst zu nehmen. Da gibt es berechtigte Forderungskataloge auch der Gewerkschaftsvertreter, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und was auch eine Frage der Beurteilung der jetzt anstehenden Evaluierung sein wird. Und noch mal ganz klar, da bin ich Kollegen Pallas auch noch mal dankbar, dass er es auch deutlich gemacht hat, wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Da geht es um die Evaluierung der polizeilichen Aufgaben unter Berücksichtigung des Personalansatzes, der Belastung und Folgewirkung für die Beschäftigten in der Betrachtung der Gesamtaufgabe. Ja, wir müssen Prioritäten setzen und wir müssen die Strukturen intensiv überarbeiten und das müssen wir mit den Beschäftigten tun. Aber dazu gehört auch, und das sage ich ganz klar, als Erwartungshaltung in die Polizei. Die Polizeiführung in den Polizeidirektionen, in den Polizeirevieren und im Innenministerium sind natürlich gefragt, aktiv an diesem Prozess mitzuwirken, die Hinweise und Anregungen aufzugeben und den Staatsministern diesen Prozess verantwortungsvoll zu begleiten, Problembereiche zu diskutieren, Lösungsansätze vorzutragen und einem gemeinsamen Dialog anstehende Herausforderungen zu klären. Und dazu gehört kurzum eine Gesamtbetrachtung über die Frage der Einsatzbelastung der Polizeidirektionen, zum einen über die Rolle der Kriminalpolizei in der Zukunft als andere
und die Bedeutung einer Bereitschaftspolizei in der Wahrnahme der Großschadenssituationen oder Großereignislagen von Demonstrationen und Fußballeinsätzen als dritte Komponente. Und wenn es dann gelingt, das Ganze noch miteinander zu verbinden und den Austausch mit den anderen Bundesländern in den Vergleich zu setzen, wir den Freistaat nicht permanent schlechter reden, als er ist, sondern uns gemeinsam der Verantwortung stellen, die erfolgreiche Arbeit der Polizei, die gute Ausstattung der Polizei und die verantwortungsvolle Aufgabenwahrnahme auch in die Zukunft erfolgreich fortzusetzen, dann ist allen gut getan. Die Polizei eignet sich wirklich nicht als politisches Kriterium des Wettbewerbes um bessere Taten. Hier ist verantwortungsvoller Diskurs gefragt. Herzlichen Dank. Die Linksfraktion hat noch 45 Sekunden. Möchte das noch genutzt werden? Das sieht nicht so aus. Dann bitte ich jetzt die Staatsregierung. Ist noch Rede? Eine Kurzintervention, denn Redezeit ist nicht mehr viel. Ne? Ich hätte ganz kurz noch eine Kurzintervention und möchte da auf den Redebeitrag des Kollegen Hartmann eingehen. Gerade weil 3/4 aller Straftaten auf die Streifenbeamten zurückzuführen sind und es nicht berechenbar ist, wann und wie Sie oder die Familien angegriffen werden, ist eine Änderung im sächsischen Meldegesetz meines Erachtens wichtig, wir sollten uns der Forderung oder den Forderungen der Polizei annehmen und hier auch darauf hinarbeiten, dass nicht nur erst dann, wenn was passiert ist, eine Änderung herbeigerufen wird, sondern dass schon präventiv gewirkt wird. Vielen Dank. Herr Hartmann, bitte. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Es bedarf einiger Richtigstellungen. Als erstes, und ich bin davon überzeugt und spreche im Namen meiner Fraktion und hoffe auch aller anderen Beteiligten, es sind nicht 75% aller Straftaten auf die Polizeibeamten zurückzuführen. Das wäre eine erschreckende Situation für die sächsische Polizei. Wenn es darum geht, dass die 75% der Straftaten durch die Tätigkeit von Polizeivollzugsdiensten im Streifendienst festgestellt werden, dann ist das durchaus richtig. Das bedingt alleine aber noch nicht die Frage einer besonderen Schutzbedürftigkeit. Und ich möchte jetzt an der Stelle richtigstellen, es gibt kein sächsisches Meldegesetz, sondern es gibt ein Bundesmeldegesetz und dazu ein Ausführungsgesetz für den Freistaat Sachsen. Unbenommen deshalb können wir uns trotzdem mit der Frage einer Erleichterung beschäftigen. Bleibe aber dabei, das alleine ist aus meiner Sicht kein Thema für eine aktuelle Debatte, sondern das bedarf einer Diskussion im Innenausschuss und daraus ableiten gegebenenfalls eines Antrages oder einer Initiative für eine Gesetzesvorlage. Für eine Debatte ist es einfach zu wenig. Danke. Und jetzt rufe ich die Staatsregierung auf. Herr Minister Ulbich, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete. Zuerst zu dem großen Thema der gesellschaftlichen Bedeutung und dem Stellenwert der sächsischen Polizei. Da darf uns die hohe Zustimmungsrate, die in zwei Redebeiträgen zumindest explizit eine Rolle gespielt hat und den Stellenwert im Eigentlichen deutlich macht, nicht die Augen davor verkleistern, dass es trotz alledem Angriffe auf Polizeibeamte gibt. Im Übrigen nicht nur Angriffe auf Polizeibeamte, sondern, wenn wir es genauer anschauen, geht es auch auf Feuerwehrleute, geht es auch auf Leute, die in Rettungsdiensten sind. Also irgendjemand, der eine Uniform anhat, irgendjemand, der den Staat vertritt. Und das ist eine Entwicklung, die müssen wir nicht nur kritisch beobachten, sondern dort gilt es wirklich klar und deutlich Position zu beziehen, dass eine solche Entwicklung von uns nicht hingenommen wird und dass wir den Menschen, die von solchen Angriffen auch gekennzeichnet sind, dass wir denen beistehen und dass wir hinter ihnen stehen. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir uns auch mit solchen Dingen beschäftigen, wie Herr Wendt die Quelle auch angegeben hat, wenn aus dem linksextremistischen Bereich ganz konkret, die Quelle ist benannt worden, Handlungsanweisungen gegeben werden,
wie man mit solchen uniformierten Leuten umgeht, dann genügt es mir gelegentlich nicht, sich davon zu distanzieren, wenn eine ganz konkrete Gewalt sichtbar geworden ist, wie letzte Nacht zum Beispiel, sondern da erwarte ich auch, dass man sich dafür einsetzt und entsprechend positioniert, dass dort, wo Schnittstellen vielleicht vorhanden sind, noch deutlicher eine Distanzierung von diesen linksextremistischen Gewaltaufrufen erfolgt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu den Themenkomplexen Personal, Ausstattung und Unterbringung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Personal ist im Koalitionsvertrag klar geregelt worden, wir werden die Einstellung von jungen Leuten von 300 auf 400 erweitern. Das ist im Entwurf des Haushaltsplanes vorgesehen und wir werden zusätzlich noch 100 Experten in den nächsten beiden Jahren einstellen. Ich denke, es ist eine klare Ansage, dass deutlich geworden ist, dass im Bereich der Polizei auch bei der Personalausstattung was getan werden muss. Und ich freue mich, dass auch die Nachwuchskampagne dafür sorgen wird, dass wir in der Lage sein werden, die Stellen, die wir jetzt zusätzlich haben, dass wir die auch besetzen können. Denn da gab es ja mal eine Sorge, ob es überhaupt möglich sein wird, junge Leute mit der entsprechenden Qualität, mit den Anforderungen zu finden. Aber die Kampagne hat gebracht, dass wir von 4.500 auf 8.700 Bewerbungen haben. Und deswegen ist mir da auch um den Nachwuchs im Rahmen der sächsischen Polizei nicht bange. Die Evaluation ist angesprochen worden. Dort werden diese Themen durchgegangen werden und entsprechende Veränderungen gegebenenfalls im Feintuning vorgenommen. Da geht es nicht darum, die Polizei 2020 grundsätzlich in Frage zu stellen. Aber es geht darum, an einzelnen Stellen nachzujustieren. Und deshalb möchte ich zum Thema, Herr Stange, weil Sie über Eingruppierungen gesprochen haben, doch deutlich machen, dass wir beim Thema Stellenhebungen in den letzten beiden Jahren und in den nächsten beiden Jahren jeweils 400 Stellenhebungen, 300 im mittleren Dienst und 100 im gehobenen Dienst drin haben. Das sind 1600 Stellenhebungen. Das hat es bisher noch nicht gegeben und es wird im Ergebnis dazu führen, dass der Beförderungsstau, den es ja tatsächlich gegeben hat, abgebaut wird. Denn mit jeder Stelle, wo ich eine zusätzliche Beförderungsmöglichkeit habe, wird natürlich auch im drunterliegenden Stellenbereich entsprechend einiges frei. Deshalb dieses Thema und der Krankenstand nochmal angesprochen hat Christian Hartmann einiges deutlich gemacht. Aber ich will auch noch mal sagen, der Krankenstand in der sächsischen Polizei ist im Vergleich zu anderen Polizeien nicht besonders auffällig. Und dass Polizisten im Polizeivollzugsdienst teilweise einen höheren Krankenstand haben als Menschen im ganz normalen Leben, ergibt sich auch aus der Art und Weise des Berufes. Und vor dem Hintergrund sollten wir, wenn wir über Auffälligkeiten diskutieren, zumindest vergleichbare Berufsgruppen verwenden und nicht die allgemeine sozusagen Arbeit ins Blickfeld rücken. Zweites Thema ist die Ausstattung und die Ausrüstung. Dort, denke ich, sind wir in den letzten Jahren sehr weit und auch gut vorangekommen. Zum Thema Fahrzeuge ist deutlich geworden, dass wir mit unseren 100 interaktiven Funkstreifenwagen und der Ausstattung bundesweit vorbildlich vorangegangen sind. Und ich will auch deutlich machen, dass wir im Bereich der IT-Technik, Servertechnik und so weiter, das, was notwendig ist, in der nächsten Zeit entsprechende Anschaffungen voranbringen. Und das Beispiel von Ihnen vom Kriminaltechnischen Institut, wo im letzten Jahr, das war aus dem Mai letzten Jahres, die Diskussion, die dann noch mal kurz Zugang zur Zeitung gefunden hat, dass dafür mittlerweile Lösungsansätze gefunden worden sind und damit an dieser Stelle der Engpass beseitigt worden ist, das will ich an der Stelle auch noch mal klar und deutlich ansprechen. Zentrales Beschwerdemanagement, das steht im Koalitionsvertrag und das zentrale Beschwerdemanagement wird auch bei uns eingerichtet werden. Aber mit der Überlegung von Ihnen, Herr Stange, komme ich trotzdem nicht klar, weil Sie sagen, Sie haben kein Vertrauen. Einerseits sagen Sie, Sie haben Vertrauen zur Polizei, aber es soll trotz alledem eine dezentrale Stelle sein. Ich denke, mit dem, wie es angelegt worden ist,
Das kann man. Dieses zentrale Beschwerdemanagement wird angelegt werden und wird sozusagen in der Lage sein, diese Aufgaben zu erfüllen. Genau. Unterbringung. Als nächstes möchte ich noch kurz ansprechen, weil das bisher vielleicht gar keine Rolle gespielt hat. Das wird ein Schwerpunkt der nächsten Jahre sein, dass die Standorte, zu denen wir uns jetzt verständigt haben, auch in den nächsten Jahren entsprechend ausgebaut werden, damit die Unterbringungsmöglichkeiten an den jeweiligen Standorten qualitativ vergleichbar sind und damit auch ein deutliches Zeichen gesetzt wird, dass der Dienstherr seiner Herausforderung nachkommt. Ich möchte kurz noch auf das Thema Poldi eingehen, weil das gestern so am Rande der aktuellen Diskussion eine Rolle gespielt hat und der Eindruck erweckt worden ist, der Poldi würde derzeit nicht durch Sachsen sein und es wäre ein Problem. Poldi, den haben wir und Poldi wird es auch in Zukunft geben. Damit will ich klar und deutlich sagen, gerade bei diesem Symbolfigur für Prävention wird eine kontinuierliche Arbeit auch in der sächsischen Polizei gesichert. Und zum Schluss noch eine ganz kurze Anmerkung zum Thema Aufgaben, Aufgabenkritik beziehungsweise welche Teile kann und muss die Polizei in Zukunft auch noch machen. Was heute in der Diskussion überhaupt nicht angesprochen worden ist, ist die Zuständigkeit oder die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Ortspolizeibehörden und normalen Polizeivollzugsdienst, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist mir wichtig, an der Stelle auch noch mal deutlich zu machen. Natürlich weiß ich, dass es eine allgemeine Auffangzuständigkeit der Polizei gibt. Aber es kann auch nie die Lösung sein, dass auf der kommunalen Ebene im Bereich der Ortspolizeibehörden teilweise immer weniger Kräfte eingesetzt werden und damit bei nächtlicher Ruhestörung oder Ähnlichem die Polizei gerufen wird und damit natürlich Kräfte gebunden werden. Und wir werden uns vielleicht auch noch mal über das Thema unterhalten müssen, wo ist Polizei sozusagen, können wir gerne noch mal eine Diskussion führen, bisher auch Dienstleister, zum Beispiel für Versicherungsunternehmen, kostenloser Dienstleister für Versicherungsunternehmen, wenn es um Blechschäden geht und an dieser Stelle gegebenenfalls sehr viel Arbeit gebunden wird. Da kann man zumindest mit dem Blick in andere Länder doch das eine oder andere sehen. In Österreich ist eine kleine Verwaltungsgebühr erhoben worden für das Kommen der Polizei, was im Ergebnis dazu geführt hat, dass es einen deutlichen Rückgang bei dem Rufen der Polizei eingetreten ist. Denn ein Teil dieser Schäden, das sagen die Kolleginnen immer wieder, könnte ganz einfach auch untereinander geklärt werden, beziehungsweise da werden wir zum kostenlosen Dienstleister für Versicherungsunternehmen. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem, was im Koalitionsvertrag geregelt ist, mit dem, was wir im Haushaltsplan vorgesehen haben, sind wir in der Lage, die Herausforderungen, die vor der sächsischen Polizei zu bewältigen. Und vor diesem Hintergrund bin ich trotzdem dankbar für diese Debatte, weil damit deutlich wird, welchen Stellenwert die sächsische Polizei nicht nur derzeit hat, sondern zukünftig auch haben soll. Herzlichen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet.